und starte nochmal neu. So, jetzt neuer Start, Softwaretechnik-Praktikum, Sommersemester 2020, herzlich willkommen, die letzte Vorlesung. Wir machen heute Schätzen und ich will dann nochmal so ein Wrap-up machen über agilen Kram, und weil das auch in letzter Zeit viel bei uns im Fachgebiet oder ich das viel mit Kollegen diskutiere. Und dann will Sebastian zum Schluss nochmal so ein bisschen Feedback kriegen zu, wie läuft es denn so in den Projektgruppen und ob ihr mit dem Server klarkommt. Kostenschätzung. Wir machen ja bei uns bei Scrum diesen komischen Planning-Poker. Na, und ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, dass es zu diesem Planning-Poker eine gute Idee gibt, warum man den so macht und warum diese komischen Fibonacci-Zahlen da verwenden und wie die da so drauf gekommen sind. Tatsächlich hat die Softwaretechnik sich mit Kostenschätzung seit den 70er Jahren beschäftigt und versucht, das gut hinzukriegen. Wir werden nachher noch das Common Cost Model kurz mal eine Folie sehen. Im Wesentlichen, um zu sagen, ey, das war wirklich dunkle Zeiten, als wir das gemacht haben. Und werden dann aber übergehen zu an den moderneren Sachen und dann irgendwann darauf kommen, dass das mit den Fibonacci-Zahlen eine gute Idee ist. Das Buch, worauf dieser Teil der Vorlesung im Prinzip basiert, ist von Watts Humphrey. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, ich habe hoffentlich irgendwann gleich eine Folie dazu. Watts Humphrey ist ein amerikanischer Softwaretechniker, der hat sich da wirklich verdient gemacht und hat ein Buch geschrieben, wie das geht. Ich glaube, Team Software Process oder so ähnlich hat er das genannt. Oder kannst du mal googeln, Watts Humphrey mit H-U-M, Frey. Ja, Humphrey schreibt sich der. Watts mit Doppel-T. Wie Watt mit hinten S dran. Und dann irgendwas mit Estimate oder irgendwas, weiß ich nicht genau. Ein Buch bei Amazon am besten. So, die erste Aufgabe, die hier steht, ist, wie viele Stunden braucht man, um ein Programm in der bestimmten Funktionalität zu schreiben? Und die Aufgabe bei Watts Humphrey ist, eins, dass die Varianz berechnet. Wer weiß, was Varianz ist? Uah. Ne, in so Zufallswerten, wie stark streuen die? Ne? Und das ist das eigentlich das mittlere Fehlerquadrat. Also was ist so die erwartete Abweichung, die man da so kriegt? Wenn wir jetzt gleich Kostenschätzung betreiben, ist das, was das Management eigentlich braucht oder die BWLer, die nachher den ganzen Kram irgendwie mit dafür einen Preis verlangen wollen oder kalkulieren müssen. Wir brauchen ein sogenanntes Konfidenzintervall. Wer weiß, was ein Konfidenzintervall ist? Das müssen wir heute lernen. Im Wesentlichen sagt man, ja, bei der Wettervorhersage, morgen wird es 20 Grad warm. Und das wird ja nicht genau 20 Grad. Das wird so 20,1 oder 19,9 oder 20,3 oder irgendwie sowas. Ne? Also es gibt so eine leichte Abweichung. Und diese 20 Grad, mit die der Wetterdienst vorhersagt, ist eine Schätzung. Und zwar so ein mittlerer Wert. Ne? Und eigentlich wissen die schon, das liegt in so einer bestimmten Bandbreite. Und an manchen Tagen wissen die, ist diese Bandbreite, das zeigen die auch manchmal an, sehr klein. Dieser Schlauch, in dem die sich bewegen, so sagen so, zwischen diesen beiden Werten liegt ja relativ wahrscheinlich morgen. An manchen Tagen liegen diese beiden Werte sehr dicht beieinander, so plus minus 0,2 Grad, weil die Wetterlage sehr stabil ist und sie es wirklich gut abschätzen können. Und an manchen Tagen sagen sie, ja, oder da hinten dreht sich's, dann ist es halt 10 Grad kälter. Ja, und das wissen wir einfach nicht. Und dann ziehen die dieses Intervall einfach auf und sagen, ja, plus minus 7 Grad. Mehr genauer können wir es euch nicht sagen. Und dieses Intervall plus minus so viel, also 20 Grad, irgendwas zwischen 27 und 13 Grad wird es morgen, das ist ein Konfidenzintervall. Und Konfidenz ist eigentlich, wie viel Vertrauen, das ist das amerikanische, nee, das Confidence. Ist das Englisch oder Lateinisch? Ich weiß es nicht. Das ist das, wie viel Vertrauen habe ich in diesen Wert? Und es gibt statistische Verfahren, jetzt kommt ganz böse Stochastik. Damit kann man ausrechnen, wie
groß dieses Intervall sein muss, damit mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit man in diesem, am nächsten Tag in diesem Intervall landet. Das heißt, so ein Konfidenzintervall kommt immer mit einem Mittelwert, oberer und unterer Schranke und einem Vertrauenswert, einer Wahrscheinlichkeit, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit darin, dass ich da drin liege. Na? Und ich kann sowas sagen, morgen ist es 20,1 bis 19,9 Grad, irgendwo dazwischen, mit 1% Wahrscheinlichkeit. Hey, in einem von 100 Fällen liege ich da drin. Ja, und wenn ich das 100 Tage lang mache, erwarte ich, dass ich an einem Tag recht habe. Oder ich habe so ein 95-prozentiges Konfidenzintervall oder 90-prozentiges Konfidenzintervall. Da sage ich im Prinzip, ja, da liege ich an 90 von 100 Tagen, stimmt das? Haut das hin? Ne? Und ja, manchmal geht es halt schief. Ne? Pech. Mit solchen Konfidenzintervallen können Versicherer leben. Na, also kannst du zu deiner Versicherung geben, dann rechnen die aus, naja, der hat noch 30 Jahre plus minus 5 oder so, ne, in 90% der Fälle. Na, und dann können die dir sagen, okay, die Lebensversicherung kostet so viel. Und das funktioniert. Und da können die irgendwie, damit kommen BWLer klar, dann können die Geld ausrechnen und dann können die den Preis kalkulieren und gut. Das heißt, alles, was wir jetzt machen müssen, ist, damit unser Scrum-Manager eine Budgetplanung machen kann und eigentlich einen Sprintplan machen kann. Wir brauchen Schätzungen, die uns in so ein bestimmtes Konfidenzintervall reinbringen. Wir möchten gerne, dass diese Schätzungen, die wir machen, nur in so einem 95% oder 90% Konfidenzintervall haben, plus minus 10% Abweichung. Wir geben am Schluss ja beim Planning-Programm nur ab, okay, das sind 12 Storypoints. Na? Und wenn wir sagen, ja, plus, minus, also diese Schätzung ist gut genug, dass wir in 90% der Fällen da maximal 10, 20% Abweichung haben, dann hat der BWLer die drei Werte, mit denen er rechnen kann. Na, und da wollen wir im Prinzip im Großen und Ganzen hin. So, Kostenschätzungen klassischerweise liegen in der Softwaretechnik so um einen Faktor 10 daneben. Ne, also wenn ich behaupte, ich schaffe das in einem Monat, ist es irgendwas zwischen 3 Tage und einem Jahr. Und das kommt alles sehr regelmäßig vor. Das ist eine klassische Schätzgenauigkeit in der Softwaretechnik. Ein Faktor 10. Ne? Oder Pi mal Daumen. Ne? Pi ist 3, Daumen ist 2. Ist ein Faktor 6 daneben. Ne? Oder Daumen ist auch 3, dann ist Pi mal Daumen auch wieder 10. Um die Größenordnung liegst du daneben, wenn du eine einzelne Schätzung machst. Und ums Verrecken, das geht jedes Mal so schief. Ne? Und es passieren unvorherige Dinge, dann plötzlich wird irgend so ein komischer Bug, rottet sich mit einem zweiten Bug zusammen und dann passieren da wieder komische Dinge. Oder irgendwie, ich spreche bei der Kaffeemaschine mit einem Kollegen, der sagt, oh, habe ich letzte Woche gemacht, hier kannst du haben. Und zack, bin ich fertig. Ja, und das kommt alles regelmäßig vor. So, jetzt haben wir ein Problem. Wie sollen wir denn jetzt eine Kostenschätzung hinkriegen, die so ein Konfidenzintervall von 90% hat, das nur so plus minus 2 Storypoints irgendwie ausmacht? Ne? Wenn ich sage 12 Storypoints, dann ist es irgendwas zwischen 120 und 1,2. Irgendwie doof. Ne? Und naja, Ward Humphrey hat dann im Wesentlichen gesagt, Leute, was ihr braucht, sind Statistiken. Guckt doch mal einfach in alte Projekte rein, die vergleichbar sind, und dann übertragt das den Zeitaufwand, den ihr damals hattet, auf die Sachen, die ihr jetzt habt. Und das wird schon irgendwie die Sache besser machen. Und danach macht er ganz viel Messungen. Wie viel liegen denn jetzt eure Schätzungen, die ihr auf diesem Weg gemacht habt, daneben? Und wenn ihr 100 alte Schätzungen habt, dann könnt ihr mit hinreichender statistischer Sicherheit erstmal sagen, wie gut eure Schätzungen sind, nämlich genau diese Breite von so einem 90% Konfidenzintervall ausrechnen. Und wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr das einfach vergessen. Also, die Idee ist jetzt, wir wollen irgendwie sicherere Schätzungen machen und das irgendwie hinkriegen. Na, und zwar wollen wir eine Schätzgenauigkeit von 10% in einem 90-prozentigen Konfidenzintervall hinbekommen.
So, was ist zu tun? Wie kriegen wir das hin? Und die erste Idee, die dann Walt Hemphrey hatte oder die Softwaretechniker eigentlich hatte, war, ha, guck mal, wir haben doch jetzt diese standardisierten Prozesse. Wir haben diesen Wasserfallprozess, wir haben die verschiedenen Tätigkeiten identifiziert im Requirements Engineering, im Design, in der Implementierung, in dem Integration Testing. Und wir messen jetzt einfach mal bei allen Projekten, wie groß ist der relative Anteil dieser verschiedenen Phasen am Gesamtprojekt. Und da kommt dann irgend sowas raus wie, na ja, ungefähr 5% meiner Zeit beschäftige ich mich mit Anforderungen. Ungefähr 20% oder 10% meiner Zeit beschäftige ich mich mit Design. Ungefähr 35% beschäftige ich mich mit Implementierung und ungefähr 50% braucht nachher dieser Integration-Teil, weil ich da den ganzen Ärger hinterher abkriege. Ja, so war das so klassisch früher. Naja, super. Also, dann messe ich jetzt einfach für das nächste Projekt, wie viel Zeit habe ich fürs Requirements Engineering gebraucht? Oder habe ich 4 Wochen gebraucht? Das sind 5%. Das nehme ich jetzt mal 20. Dann werde ich wohl 80 Wochen fürs gesamte Projekt brauchen. Ne? Also ungefähr 2 Personenjahre. Hey, schon haben wir eine Schätzung. Und dann machen wir 100 solche Projekte und dann prüfen wir mal nach, wie gut diese Schätzung ist. Besser, als wenn ich das einfach nur aus dem hohlen Bauch rausschätze, wie groß das wird. Aber noch nicht so richtig wahnsinnig viel. Das Problem dieses vergleichsbasierten und phasenbasierten Schätzens ist, dass ich aus diesen 5% Anfangstätigkeit, das multipliziere ich mit einem Faktor 40. 40? 20. Mit einem Faktor 20 hatte ich gesagt, ne? Um auf die Gesamtprojektlaufzeit hochzurechnen. Das heißt, wenn ich einen Tag irgendwie mich vertan habe oder länger oder kürzer brauche beim Requirements Engineering, brauche ich gleich 20 Tage mehr für das gesamte Projekt, rechne ich 20 Tage Projektlaufzeit hoch. Das heißt, kleine Dinge, Änderungen im zeitlichen Aufwand, den ich im Requirements Engineering getrieben habe, multiplizieren sich riesig hoch auf die Gesamtprojektlaufzeit. Und irgendeinen kleinen Messfehler, den ich da beim Requirements Engineering Zeiterfassung mache, wird gleich mit so einem Faktor 20 multipliziert. Das ist ein riesengroßes Problem. Das Schöne daran ist, ich kann das eben relativ leicht und mit wenig Aufwand kriege ich das schon hin. Was man dafür machen muss, ist im Wesentlichen, ich muss eben Prozessgrößen erfassen. Na, also ich muss wirklich mal messen, wie viel Zeit brauche ich eigentlich für die verschiedenen Phasen. Und das über viele Projekte hinweg. Und dann kann ich versuchen, solche Schätzungssachen, das zur Verbesserung meiner Schätzung zu nehmen. Diese Idee von Walt Humphrey hat zu der ISO 9000 Zertifizierungswelle in Europa geführt. Erinnert sich da noch einer dran? ISO 9000? Du kennst das noch, ne? Sebastian kennt, der nickt das. Irgendeiner sonst? ISO 9000? 9001 war es dann irgendwann. Da mussten sich alle Softwareentwicklungsumgebungen, das war um die Jahrtausendwende ungefähr, ne, Ende der 90er, mussten sich alle Softwareentwickler, Entwicklungsfirmen zertifizieren lassen. Da kam dann irgend so ein TÜV vorbei und hat geprüft, ob man alle seine Prozesse gut standardisiert hat, was im Wesentlichen bedeutet, du hattest einen Aktenordner, wo drinne stand, wie das Vorgehensmodell ist und die einzelnen Tätigkeiten beschrieben sind. Im Wesentlichen hast du da das Rational Unified Process Buch von den drei Amigos genommen und hast das da aus hinten die Rücken abgeschnitten, dann eingeheftet, dann hattest du das schon mal. Und dann musstest du belegen, dass du die Prozessgrößen, die relevant sind, gut protokollierst. Das heißt, du brauchst für allen Scheiß Stundenzettel. Da hast du ganz, ganz viele Excel-Tabellen irgendwie erstellt und die dahinterlegt. Und das war so groß. Ne? So grob. Ne? Und dann konntest du wieder weitermachen. Das war ein Riesenpunk. Da mussten alle, was noch passiert ist, wenn dieser TÜV-Audit vorbeikommt, die fragen dann irgendwelche Leute, die da sitzen, welche Tätigkeit machst du gerade, und wo protokollierst du das und was gehört alles dazu und was nicht.
Ne? Und wenn dann einer deiner Mitarbeiter da keine Antwort geben konnte, dann hast du dein Audit nicht gekriegt. Das war der kritische Moment. Ne? Also diese zentralen Unterlagen machen, da kannst du zwei Leute dran setzen. Aber es war eben auch verlangt, dass alle Mitarbeiter die Prozesse kennen und sich dran halten. Ne? Und wenn du da irgendwie Pech hattest, also musstest du dann, bevor das Audit war, nochmal so 3, 4 Tage lang eine Schulung machen, damit die Leute wussten, was sie da antworten müssen. Ne? Und tatsächlich hat das mit dem, wie nachher das gelebt wurde, wenig zu tun. Ne? Also wenn der Audit vorbei war, haben wir wieder alle weitergemacht wie bisher. Ne? Wenn gar nichts geht, hast du deine Firma nach Italien verlegt. In Italien waren diese Audits irgendwie viel einfacher. Also die Italiener haben das innerhalb von 3 Monaten oder einem halben Jahr geschafft, dass die alle ein Zertifikat hatten. Die Deutschen haben das natürlich wieder mit deutscher Gründlichkeit gemacht. Da hat das irgendwie 5 Jahre gedauert. Und war ein Riesenpunk. So. Und gewonnen haben wir jetzt wenig. Ne? Also wenn wir vorher eine Schätzgenauigkeit von Faktor 10 hatten, haben wir jetzt eine Schätzgenauigkeit, naja, von Faktor 5, würde ich mal so sagen. Alles so, ne, hohler Bauch, Pi mal Daumen, wir wissen es nicht so genau. Nur nicht wirklich viel für den Aufwand, den wir da schon getrieben haben. Okay, ne, aber du hast mal so erste statistische Daten, die dir so eine Auskunft darüber geben, wie weit streuen meine Messergebnisse eigentlich? Wie weit habe ich Projekte, die immer gleich ablaufen, wo auch die Zeitaufwände irgendwie immer gleich sind? Oder wie oft kommt es vor, dass da Projekte so völlig aus dem Ruder laufen? Ne, und sich ganz anders verhalten, als ich das mal ursprünglich geschätzt habe. Naja, und irgendwann kriegst du dann eben ein Gefühl dafür, wie genau deine Schätzdaten so sind und wie gut du deine Prozesse auch standardisiert hast. Ja, wie wollte ich das mal jetzt mal formulieren? Ein Nachteil dieser ganzen Nummer ist, das ist so ungefähr genau das Gegenteil von agil. Ne? Also dieses Standardisieren funktioniert, wenn du immer das Gleiche machst. Ne, also wenn du so SAP-Software entwickelst, die immer hundertprozentig gleich ist, du gehst von einem Laden zum anderen, machst die Lagerverwaltung, es ist immer der gleiche Drecksdialog, tausendmal immer das gleiche, dann kannst du wirklich gute Schätzergebnisse hinkriegen. Wenn du dich auf irgendein technologisches Neuland wagst, ne, und jetzt sagst, oh, wir machen mal, heute sind wir mal so richtig gut drauf, wir machen mal ein Update von unserer IntelliJ und wechseln mal von der 2019er auf die 2020er Version. Ne? Da bist du, aber da hast du deine Statistik aber schon wieder sowas von verarscht, dann kannst du auch davon ausgehen, dass die nächsten drei Projekte jetzt erstmal länger brauchen, weil die Leute da irgendein Feature nicht mehr genauso funktioniert wie vorher. Alte Bugs sind weg, die Workarounds, die man sich angewöhnt hat, benutzt man immer noch. Und dafür sind neue Bugs da, für die man erst Workarounds entwickeln muss. Ja, und solche Geschichten. Okay. Und eben der Schätzfehler ist immer noch relativ groß, weil man auf einer relativ kleinen Zahl aufsetzt und dann das Ding multipliziert. Und jetzt kommt ein zentraler Trick, wie du jetzt versuchst, das zu verbessern. Und wenn du raten sollst beim Würfen oder beim Roulette, dann und du setzt irgendwie jetzt beim Roulette ist ein ganz schlechtes Beispiel, das kann man pädagogisch gar nicht bringen. Ne, also du würfelst, ne, und du willst unbedingt eine 6 haben bei Mensch ärgere dich, damit du raussetzen kannst. Ne? Dann ist es eine gute Idee, öfter zu würfeln. Ne, dann ist die Chance, dass irgendwann mal die 6 kommt, einfach größer. Und das kann man statistisch berechnen. Also wie oft würde man denn so ungefähr würfeln müssen? Oder noch genauer, was man eigentlich tut, ist, man nimmt diese eine Gesamtprojektschätzung und sagt, wir machen jetzt mal ein grobes Design und zerhacken unser Gesamtprojekt in 9 Komponenten. Und dann machen wir für jede Komponente eine Einzelschätzung. Ne? Und jede Einzelschätzung ist jetzt von mir aus ein Faktor Pi mal Daumen, also ein Faktor 6 daneben. Und dann entsteht so ein statistischer Effekt, wenn das statistisch oder stochastisch unabhängige Ereignisse sind. Ne? Das heißt, diese Einzelschätzungen beeinflussen sich nicht gegenseitig. Dann kann ich sagen, ja, nach Gesetzen der Wahrscheinlichkeit liege ich manchmal zu hoch
und manchmal zu niedrig. Und diese beiden Fehler gleichen sich ihnen statistisch gesehen aus. Und der Effekt ist, dass wenn ich 9 oder n Einzelschätzungen habe, ist, dann kriege ich eine Verbesserung meiner Schätzgenauigkeit um Wurzel aus n oder Wurzel aus 9. Das haben die Stochastiker ausgerechnet. Ne, alles ist davon ausgehend, dass es Gauß verteilt, bla bla bla, unstatistisch unabhängig und solche Dinge mehr. Das heißt, wenn ich mein System in 9 Komponenten zerlegt habe und jede Komponente hat einen Schätzfehler von Faktor 6, dann hat meine Gesamtschätzung, wenn ich das nachher aufsummiere, nur noch einen Schätzfehler von Faktor 2, weil ich mich um einen Faktor 3 in der Schätzgenauigkeit verbessert habe. Weil sich die Fehler gegenseitig aufheben, die ich mache. Mal zu viel, mal zu wenig, im Mittel kommt es besser hin. Na? Und das funktioniert natürlich nur, wenn die Einzelschätzungen und diese Ereignisse statistisch unabhängig sind oder stochastisch oder wie auch immer. Das heißt, wenn ich gerade diese Umstellung von meiner IDE von 2019 auf 2020 gemacht habe, dann betrifft das alle Komponenten gleich. Und dann ist dieser Effekt, dass sich die Fehler gegenseitig wegnivellieren, nicht mehr da. Und dann liege ich mit all meinen Schätzungen falsch und dann habe ich doch wieder einen Fehler von 6. So, aber wir brauchen ja auch nicht hundertprozentige Sicherheit, sondern nur 90-prozentige Sicherheit. Weswegen wir sagen können, ah, passt schon. Ne? Also, der erste Schritt, wenn ich das verbessern möchte, ist, ich mache ein Grobdesign und zerlege mein Ding in Teile. Und dann mache ich für diese vielen Teile Einzelschätzungen und dadurch kriege ich dann so eine statistische Verbesserung. Und das macht Scrum auch. Wir bauen dieses ganze Softwareprojekt und hacken das runter in Issues, waren es jetzt bei Jira oder Features oder whatever. Und viele, viele relativ kleine. Da war in diesem Scrum-Video dieses Ding, wenn du ein Issue hast, der 100 Stories groß ist, 100 Storypoints groß ist, keine gute Idee, hack den kleiner. Einfach um das Risiko besser in den Griff zu kriegen. Ne, und wenn du jetzt anstatt einmal eine Gesamtprojektschätzung zu machen, dein Projekt in, sagen wir, 100 kleine Features runterbrichst und dann jedes von diesen Features einzeln brichst, hast du einen Faktor 10 in der Verbesserung der Schätzgenauigkeit über das gesamte Projekt. Ne? Und das funktioniert eben auch iterativ, wenn man das hintereinander macht. Großartige Nummer. Jetzt sind wir also schon auf plus minus ein Faktor 1, ne, oder 100% Fehler runter. Ne? Das heißt, wenn wir dann hinterher sagen, okay, wir haben 1000 Storypoints oder 100 Storypoints, dann ist es irgendwo zwischen, Faktor 2 würde ich jetzt fast sagen, 50 und 100 und 200. Hey, wir werden besser. Cool. Ne? So, jetzt, was machen wir noch? Der nächste Schritt, den wir machen, ist die Delphi-Methode. Das hat echt einen Namen und nennt sich Methode. Man hält sich, lacht sich kaputt. Und die Delphi-Methode sagt einfach nur, hey, jetzt hast du so eine einzelne kleine Komponente, so ein einzelnes Feature, so ein einzelnes Issue, für das machst du eine Schätzung. Frag doch einfach mal 9 Leute anstatt nur einen. Und wenn diese 9 Leute statistisch unabhängig voneinander schätzen, hey, dann hast du wieder einen Faktor 3 in der Schätzgenauigkeitsverbesserung. Ho, verrückt. Das heißt, jetzt sind wir von 100% Fehler auf 30% Fehler runter. Hey, das ist mal richtig geil. Na? Und das machen wir mit dem Planning-Poker. Da haben wir 8 Leute da sitzen und jeder gibt eine Schätzung ab. Und wir machen das verdeckt voneinander, um die statistische Unabhängigkeit herzustellen. Ne? Nicht, dass einer irgendwas auflegt, sondern die anderen sich dann nur sagen, ja, passt schon und sich da anschließen. Das heißt, da würde die erste Schätzung die folgenden Schätzungen beeinflussen. Das wollen wir nicht. Deswegen erstmal alle verdeckt die Karte-Schätzung machen und dann gemeinsam aufdecken. Unheimlich wichtiger Schritt, weil sonst machen die Stochastiker nicht mit. Ne? Und was wir jetzt eigentlich im Großen und Ganzen machen, ist, wir erhöhen die Zahl der Einzelschätzungen, um dann dieses mal zu viel, mal zu hoch, dass sie sich gegenseitig die Fehler wegnivellieren, um diesen Effekt stärker zu haben. Das ist der ganze große Trick. Das Ganze nennt sich jetzt nochmal Delphi-Methode. Was ist im Wesentlichen auch schon so ein Planning-Poker gewesen? Das gab es auch schon in den 90er Jahren, weil eigentlich fragt man das Orakel von Delphi, aber das Orakel von Delphi antwortet ja auch immer so ein bisschen Ungenauigkeit. Es kam noch so ein bisschen mehr dazu. Man hat gesagt, okay, wir machen so eine Schätzsitzung.
Alle Leute kriegen vorher das Design, machen als Hausaufgabe vorher halt ihre einzelnen Komponentenschätzungen und dann machen wir so eine Gruppensitzung, wo es einen Moderator gibt, ganz wichtig, also den Scrum Master im Großen und Ganzen, der dann Reihe nach, Feature für Feature, die Leute fragt, was habt ihr geschätzt? Dann gucken alle in ihrem Ding nach, was haben sie denn da so eingetragen und sagen das. Und dann gibt es tatsächlich ein explizites Anleitung für den Moderator, der sagt, okay, alle haben gleich geschätzt, passt. Oder es gibt einen Ausreißer, dann wird über diesen Ausreißer diskutiert. Oder es gibt zwei Ausreißer, dann wird über diesen Ausreißer auch gut kurz diskutiert. Nach der Diskussion gibt es eine zweite Schätzrunde, wo die Leute ihre Schätzungen aktualisieren können. Na, also und diese Diskussionen dürfen nicht zu lang sein. Jeder muss mal kurz das Sachargument bringen. Dann werden die Schätzungen aktualisiert. Und prinzipiell macht man so eine zweite Planning-Poker-Runde. Und dann im Großen und Ganzen sieht man, okay, jetzt sind alle gleich. Dann ist das Issue solved. Oder die können sich immer noch nicht einigen. Dann muss man eine neue Sitzung ansetzen. Da muss man sagen, okay, hier die Leute, die sich nicht einigen, geht mal irgendwie raus und überlegt euch das mal. Und nächste Woche treffen wir uns wieder und dann diskutieren wir den Fall neu. Und es gibt so relativ starke Dinge, Anleitungen für den Moderator, wie man so gruppendynamischen Effekten entgegenwirkt. Es gibt so Tage, gerade ist so ein neuer Virus rausgekommen, alle sind schlecht drauf, dann schätzen alle irgendwie falsch oder irgendwie solche Dinge mehr. Man darf diese Sitzungen nicht zusammen machen, man muss mal so eine Kaffeepause machen, man muss auch mal irgendwie so Lockerungsübungen machen, Gummibärchen verteilen, irgendwie was, damit die Stimmung nicht schlecht wird. Das gibt es bei solchen Gruppenentscheidungsprozessen, gibt es so, die kommen dann irgendwann in so, irgendwann ist, sagt irgendwann, einer brüllt immer rum und dann irgendwann sind alle schlecht drauf und dann muss irgendwie der Moderator dagegen stehen. Alle diese Dinge braucht es für so einen Planning-Poker auch. Aber im Großen und Ganzen instrumentalisiert der Planning-Poker diese Delphi-Methode und sagt im Großen und Ganzen unabhängige Einzelschätzungen, bei Ausreißern nochmal diskutieren, sich irgendwie einigen zur Not, muss man eben nochmal im Detail weitergucken. Na? Und die Hoffnung ist, Hoffnung stirbt zuletzt, dass man eben diesen Nivellierungseffekt, dass sich die Schätzfehler gegenseitig aufheben, dadurch erreicht und eine Schätzgenauigkeit um Faktor 3 verbessert oder das Konfidenzintervall auf ein Drittel der Größe einschrumpft dadurch. Okay. Dann kommt die Nummer mit den, wo kommen diese Fibonacci-Zahlen her? Das ist fuzzy-basiertes Schätzen. Der Watts Humphrey hat in seiner Arbeit, das ist ein richtiges Buch, relativ, jetzt weiß ich wieder, das Buch von Watts Humphrey heißt der Personal Software Process. Kannst du nochmal suchen? Liegen wir in der Zeit? Haben wir noch Zeit, gerade schnell zu googeln? Control-Tab. Emma Son Watts Humphrey Personal Software Process. Introduction to, ist es das? Ja, hey! Ja, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Da steckt das alles drin. Ja? Der hat das erfunden, der hat es gemacht, der weiß, wie es geht. So, Watts Humphrey hat gesagt, die Leute, oder hat festgestellt, Leute sind unglaublich schlecht, wenn sie eine Zeitschätzung machen. Wenn du dich fragst, wie viele Stunden brauchst du dafür, dann kriegst du sehr ungenaue Angaben. Die Leute liegen konstant mit ihrem Schätzfehler daneben. Na? Du kannst das mit statistischen Verfahren ausgleichen. Also wenn sie konstant daneben liegen, dann kannst du einen Umrechnungsfaktor angeben. Also du nimmst halt die Schätzung von Experten und haust nochmal Pi drauf. Funktioniert meistens. Na? Also dann bist du deutlich näher an dem realen Ding als wirklich. Weil wenn ich das schätzen soll als Entwickler, Entwicklerin,
dann liege ich immer, dann sage, denke ich immer nur, okay, implementieren wird so lange dauern. Aber wie viel Zeit ich dann noch zum Testen brauche, wie viel Zeit ich dann noch in einem Meeting sitze, wie viel Zeit ich noch für Doku brauche, wie viel lange ich noch brauche, um den Git Merge zu machen, wie lange ich noch brauche, weil meine IDE muss neu eingerichtet werden, das rechne ich immer alles nicht mit. Ich habe immer so eine Kernarbeitszeit, die ich mental schätze. Und diese Overhead-Zeiten, die ich noch an der Kaffeemaschine verbringe, die habe ich nicht mit auf dem Schirm. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, also, und dann hat Dort Hempfrey im Wesentlichen festgestellt, oh, wenn ich die Leute frage, wie viele Zeilen Code sind das nachher? Das funktioniert viel besser. Die Leute können einem auf 20% genau sagen, wie viele Lines of Code das nachher sind, wie groß wird das Programm nachher sein. Das kriegen die super gut hin. Erschütternderweise. Die können dir nicht sagen, wie viele Stunden sie brauchen, aber die sagen dir, das sind 112 Zeilen Code und das stimmt auf plus minus 5 Zeilen. Naja, die sagen, das sind anderthalb Seiten, das sind zwei Seiten. Ne? Also gibt schon noch 20% Fehler da drin, aber das wird erschütternd gut. Weiß keiner genau, warum, ist halt so. Und dann hat Bob Humphrey gesagt, naja, super, dann machen wir doch Schätzungen ab jetzt nur noch auf Lines of Code Basis. Ja, aber ich will doch eigentlich Stunden wissen, ne? Oder Storypoints oder irgendwie, also Arbeitszeit, muss ja irgendwie einen Preis kalkulieren. Ja, dann sagt der Bob Humphrey, ja, machen wir eine Statistik. Wie lange brauchen die Leute für eine Zeile Code? Na, und das haben sie intensiv gemacht und fröhliche Dinge festgestellt. Ich weiß nicht, ob ich die Folien hier noch habe. Ja, hier gibt es so eine Statistik, die ist da erstellt worden. Da hat man auf der einen Achse C++ Lines of Code und auf der linken Richtung für irgendeine Methode oder Funktionalität, für irgendein Feature. Na, und jeder kleine blaue Punkt, der hier drinnen liegt, ist eine Schätzung oder eine Messung. Na, da habe ich ein altes Projekt, da habe ich gemessen, so und so viele Zeilen Code sind für die in dieser Klasse drinne oder in dieser Methode drinne und wie lange haben die Leute gebraucht, um das zu bauen. Na? Und wenn ich da so eine Statistik habe, hier viele, viele kleine Punkte, dann kann ich darüber eine lineare Regression machen. Wow, Stochastik, ihr erinnert euch, dunkel, ne? Wahrscheinlichkeit und Statistik. Ihr legt so eine Ausgangskreise da rein. Na, und da können wir auch Varianzen ausrechnen und Fehlerquadrate, lauter so schöne Dinge. Dafür gibt es eine fröhliche Formel. Kann man selber in C oder Java nachprogrammieren oder ist in Excel schon drin? Ne, sagst in Excel, rechne mal Varianz für diese Messreihe aus, kann das von alleine. Solche Dinge mehr. Und was ich sogar jetzt schon machen kann, ist, wenn ich so eine Punktwolke habe, ich kann einen Korrelationskoeffizienten ausrechnen, was im Wesentlichen bedeutet, ich weiß, wie gut mein Konfidenzintervall ist. Also wie gut ist diese Schätzung, die ich da hatte? Na, oder wie gut hängen diese Dinger hier zusammen? Spannenderweise hängt das damit zusammen, wie viele Messpunkte habe ich? Und es hängt auch damit zusammen, wenn ich jetzt für einen neuen Punkt frage, ey, ich habe hier was, das habe ich auf 200 Zeilen Code geschätzt. Na, sagen wir mal auf 100. Wie viel Zeit brauche ich dafür wohl? Na, dann bin ich hier auf meiner Kurve in so einer relativ dichten Punktwolke, die auch relativ schön dicht beieinander liegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier ablese, das sind 200 Minuten, das ist ziemlich genau. Oder da habe ich relativ hohe Konfidenz, dass das in dem engen Bereich hier liegt. Wenn ich hier so bei 1000 Zeilen gucke, da habe ich noch nie gemessen. Und ich habe keine Idee, ob diese Kurve vielleicht bei größeren Projekten hier oben quadratisch oder exponentiell wegdriftet. Ne, ich mache so eine lineare Regression, weil ich das mathematisch leicht kann. Ich könnte auch quadratische Regression machen, dann lege ich hier im Prinzip eine quadratische Parabel rein oder hoch 3 hoch n, irgendeine Polynomannäherung, wie ich das will. Aber am Schluss eines langen Tages sage ich immer, die machen mathematisch ist diese lineare Regression einfach viel einfacher. Und unabhängig davon,
Wenn ich hier in diesem Bereich um 1000 Lines of Code mache, da habe ich keine Messpunkte. Ich habe einen Messpunkt hier bei 700, einen bei 600, einen bei 490. Also eigentlich ist meine statistische Datenlage hier in diesem Bereich super dünn. Und dann muss ich einfach sagen, ich habe überhaupt keine Konfidenz. Ne, also wie weit das hier auseinander geht, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe ganz, ganz wenig Datengrundlage dafür, um das zu machen. Während hier in dem Bereich, naja, da habe ich viele Daten, aber die streuen relativ weit. Also hier kommt es relativ oft vor. Und hier in dem Bereich, ja, das weiß ich ganz genau. Na, also ein Fünfzeilen-Programm, das ist einfach nur, leg die Java-Klasse an und habe schon ein Import-Package und Class und schreibe die Klammer auf und schreibe die Klammer zu und eine Leerzeile. Das dauert immer exakt gleich lang. Na, so lange, wie ich brauche, um den Namen zu tippen. Ha, super. Na, das sind 4 Minuten. Na, das kann ich irgendwie relativ gut vorhersagen, wie lange ich das brauche. So, haben wir noch mehr so fröhliche Dinge? Diese Formel sagt jetzt, mit den ganzen statistischen Daten, die ich da vorne hatte, kann ich ein Konfidenzintervall berechnen. Und das Lustige ist, in dieser Formel steckt hier vorne drinne, wie viele Messwerte habe ich in dem Bereich, wo meine Frage drin ist. Dafür gibt es eine Theta-Verteilung, eine T-Verteilung. Da haben ganz, ganz viele schlaue Mathematiker sich ganz viele solche Gauss-Kurven hier hingemalt, haben da drinnen dann mal so 3, 4, 5, 7 zufällige Zahlen eingetragen und haben dann überlegt, okay, wenn ich hier einen Messwert habe und hier nur 2 Messwerte habe, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden Messwerte, der Mittelwert aus diesen 2 Messwerten genau auf dieser Mittellinie hier liegt? Oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zufällig zweimal drüber gelegen habe? Oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zufällig zweimal daneben gelegen habe? Oder wie groß ist das 90%-Intervall, in dem diese Werte wahrscheinlich liegen? Na? Und darüber haben sie fröhliche Statistiken gemacht. Kann man sich in so einer Formelsammlung nachgucken. Also diese komische, habt ihr noch diese braunen Formelsammlungen? Wir hatten so ein dickes Heft in Mathe gekriegt im Leistungskurs. Mit Logarithmentabelle oder sowas. Sinus, das haben wir heute nicht. Ihr habt das nicht mehr. Ihr habt das in eurem Taschenrechner drin. Ne? Euer Taschenrechner kann das. Ja, der hat so eine T-Verteilung, also Excel kann das. Es gibt eine T-Verteilung in Excel. Da sind diese Dinge drin, im Prinzip ausgerechnet. Und hier ist im Großen und Ganzen, wie viele Messpunkte habe ich schon? Und hier ist aufgetragen, wie genau würde ich es denn gerne wissen? Ne, und da kann ich jetzt so bei 90, 95% Wahrscheinlichkeit eben hier gucken. Und dann kann ich hier nachlegen und ich habe 10 Messpunkte. Dann sagt der, ja, das Konfidenzintervall, da musst du plus minus einen Faktor 1,8 rechnen. Ne, und wenn du sagst, 60% Genauigkeit reicht mir aus, dann musst du plus minus 26% rechnen. Und wenn du 30 hast, und willst 0,9, dann sagst du ja, der Faktor ist irgendwie so plus minus 130%. So grob ist die Idee der Theta-Verteilung. Das wird erst richtig gut, naja, nie. Ne, das bleibt bei so einem Faktor von 1,28. So, das ist dieser Teil dieser Formel. Dann gibt es hier dieses Sigma, das ist die Standardabweichung, die haut hier nochmal drauf. Und dann hier eine fröhliche Formel. Die sagt im Wesentlichen, wenn man sich das mal genauer anguckt, bin ich in so einer dichten Wolke oder bin ich relativ weit weg von meinen Messpunkten? Und alle diese Faktoren zusammen geben diese fröhliche Formel, die ausrechnet, die rechnet euch euer Konfidenzintervall aus. Und das Schöne ist, diese Formel gibt es in Excel. Ist schon drin. Müsst ihr nichts machen. Müsst ihr nur das Richtige aussuchen. Fragt ihr in Excel nach einem Konfidenzintervall, machen wir gleich mal. Hier habe ich das im Prinzip gemacht. Früher konnte ich das öffnen, aber da war ich noch in PowerPoint. Geht das? Nö, der kommt da nicht hin. Das muss ich nochmal neu basteln. Wollt ihr das sehen oder glaubt ihr das? Ihr findet das sowieso nicht wieder. Ihr müsst dann in dem Moment, wo ihr das erste Mal braucht, sowieso irgendwie nachgucken. So googelst du Excel Konfidenzintervall. Hey, lass uns das tun.
nicht? Ich schreibe das doch auf, hoffe ich. Ja, nicht in dem Topf von dem. Sie haben Aufzeichnen? Ja, der stoppt, der nimmt auf. Ja, wunderhübsch. Excel Confidence Intervall. Hey, es gibt eine Funktion, die heißt Confidence, die macht das. Fertig. Na? Da werfe ich irgendwie so eine Zahlenreihe rein, dann sagt er mir die Konfidenz. Hey, coole Nummer das, ne? Verrückt, alles schon da, gute Nummer das. Okay. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu den, erstmal, ja, ne, jetzt haben wir, das, was ich hier gesagt habe, ist, ich habe statistische alte Werte. Dann kann ich im Prinzip relativ leicht eben so all diese Scheiße, dann hacke ich die bei Excel rein, kriege ich einen Konfidenzintervall raus. Hey, cool. Na? Und jetzt sind wir aber nochmal zurück bei den linguistischen Variablen. Und das ist dieses Bruch. Meine Folien muss ich mal umsortieren. Fuzzy-basiertes Gleichschätzen. Das war die Stelle, wo wir gesagt haben, na, wenn man einen Entwickler, Entwicklerin fragt, wie viele Stunden brauchst du dafür, dauert das, dann sagen die irgendwas. Na, dann kommt ein sehr ungenauer Wert raus. Und die sind deutlich besser, wenn du sie nach Codegrößen fragst. Codegrößen sind aber auch, das haben wir dann in den ganzen 90er Jahren gemacht, eine sehr umstrittene Größe. Codegröße, Lines of Code, hängen davon ab, wie ich formatiere. Nenne ich jetzt die geschweifte Klammer auf, habe ich früher immer in eine eigene Zeile getan, dann haben meine Mitarbeiter die ganze Zeit mit mir rumgenörgelt, jetzt mache ich die hinter den Methodendeklarationen. Na, oder beim if mache ich die geschweifte Klammer auf in die gleiche Zeile, wo das if-Statement steht. Das spart 7 oder 8% Lines of Code. Na? Zählen Kommentare mit zum Lines of Code oder nicht? Ne? Wie wird genau eingerückt und solche Dinge mehr? Wie viele, ne, und dann gab es Wettbewerbe, die sagten, hey, wer schafft denn die meiste Funktionalität in eine Zeile Code? Ne? Was relativ simpel ist, du machst einfach alle New Lines weg. Ne? Das kompiliert genauso wie vorher. Ne? Also, das gab auch Wettbewerbe, gibt es immer noch, schreib möglichst kurze Programme. Wer das mal sehen möchte, googelt nach Code Golf. Code Golf. Ja, da kriegst du Punkte, wer das schafft, ein Programm zu schreiben in einer Programmiersprache, einer ganz bestimmten Funktionalität, in den wenigsten Bytes. Also, oder wie viele Buchstaben du dafür brauchst. Ne? Und solche Dinge mehr. Und das ist die Grundidee dabei ist, ha, guck mal, es ist kürzer, also kostet es weniger. Ne? Weil anschließend wird ja nur jede Zeile auf Code mit irgendwie so und so viel Euro multipliziert. Und das ist eben Bullshit. Und man hat dann irgendwann festgestellt, ah, es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, die unterschiedlich schnell coden. Jetzt lass mich mal, da hatte ich diese Kokomo-Tabelle hier. Ha. Da entstand dann die Idee vom Common Cost Model. Na, da sind wir jetzt gerade hier. Da haben dann irgendwelche, in den 80er Jahren war das, oder relativ früh, irgendwelche Eierköpfe, statistisch ein paar alte Datenprojekte ausgewertet und haben dann gesagt, okay, wenn du ein Programmteil hast, das war bestimmt COBOL oder Fortran, eine Methode hast, die in dem Bereich Eingabedaten liegt, ne, wo du einfach Daten einliest aus Lochkarten. Und davon habe ich fünf Dinge, die sind relativ einfach. Dann gebe ich fünf, dann gebe ich diesen einfachen Dingen drei Story Points. Ne, also jede einfache Nummer kriegt drei Story Points. Jede mittelschwere Sache in der Kategorie Eingabe sind vier Story Points. Jede komplexe Operation im Bereich Eingabedaten kriegt sechs Story Points. Wenn ich irgendwie Datenbankabfragen mache, ist das genauso. Wenn ich Ausgaben generiere, die sind irgendwie schwieriger. Das ist eine einfache Ausgabe, kriegt vier Story Points, fünf oder sieben. Wenn ich auf dem Datenbestand Dinge tue, algorithmische Teile mache, dann brauche ich für eine einfache Funktionalität 7 Punkte, für eine mittelkomplizierte 10,
und für eine komplexe 15. Wenn ich irgendwas mit Referenzdaten mache, was immer das ist, ich habe keine Ahnung, na, dann ist es irgendwie sowas. Diese ganzen, jetzt gehe ich einfach durch mein Projekt durch und hab, sage, so und so viele Issue-Stories habe ich, die fallen in diese Kategorie, dahinter den Faktor, jetzt habe ich irgendwie eine neue Kostensumme, die auf magische Weise entsteht. Danach kommen noch nicht funktionale Anforderungen, große Nummer in diesem kommenden Kostenmodell. Da kann ich sagen, oh, ja, mein System ist stark mit anderen Systemen verflochten, da kriege ich irgendwie einen Faktor von 0 bis 5 raus. Ne, dann trage ich hier irgendwas Fröhliches ein. Ich habe dezentrale Daten oder Verarbeitung oder nur zentrale, irgendwie wieder sowas zwischen 0 und 5. Ich habe eine Transaktionsrate, also ich habe Anforderungen an Rechengeschwindigkeit. Transaktionsrate, ne, wir haben so ein Bankding, so Buchungen kommen rein und ich muss 1 Million pro Sekunde schaffen, ne, damit in der Nacht meine ganzen Buchungsdurchläufe funktionieren. Das liegt irgendwie hier rein. Dann habe ich irgendwie eine komplette Rechenoperation, Faktor 0 bis 10. Ich habe algorithmische Teile, die schwierig sind. Ich habe Exception Handling, das schwierig ist. Ich habe Logik, die schwierig ist. Ich möchte Wiederverwendbarkeit haben, bla bla bla. Ne, jetzt kann ich hier lauter fröhliche Zahlen zwischen 0 und 5 rausrechnen. Die summiere ich alle fröhlich auf und dann kriege ich einen Einflussfaktor E2 raus. Und jetzt kann ich das unten nicht mehr sehen. So eine Kacke. So, und dann steht da in diesen vorletzten Zeile Faktor der Einflussbewertung E2, den teile ich mal durch 100 und dann haue ich noch 0,7 drauf. Und dann rechnen sich meine Gesamt-Story-Points, Function-Points nennen die sich hier, aus E1, das ist das, was wir in dem oberen Teil irgendwie an Summe von einzelnen Dingern irgendwie hatten, multipliziert mit dem Faktor E3, den ich gerade ausgerechnet habe. Ne, in der Zeile drüber. Und das ist dann sind dann meine Kosten für dieses Modell. Hey. Ne? Und das ist alles statistisch unglaublich gut durch 100 alte Projekte belegt, dass diese Zahlen alle super gut hinkommen. Und das haben wir ungefähr 20 Jahre lang verwendet. Und damit haben wir tatsächlich eine Schätzgenauigkeit im Faktor Pi hingekriegt. Würde ich mal so sagen. Ne? Also so Faktor 3 lagen wir damals noch daneben. Ne, also, aber es war ein Fortschritt, aber kein großer. Ne, also, ne, und man kann sich das leicht überlegen. Naja, hier, das kriegt man noch einigermaßen genau hin, aber hier, dieser Teil, da kannst du wahlweise immer das Schwerste oder immer das Leichte eingeben, da kommt dann nachher schon allein ein Faktor Pi raus. Ne, je nachdem, was du da so eintippst. Und dann konntest du auch irgendwie. Naja, wenn du tatsächlich Kostenschätzung in einem Projekt gemacht hast nach Kostenmodell, dann hast du irgendwas Fröhliches da eingetragen, dann kam irgendwie raus, kostet irgendwie 5 Millionen Euro. Dann hat der Vertreter gesagt, die wollen aber nur 4 Millionen Euro bezahlen. Und dann ist der Vertreter hingegangen und hat einfach da diese Einflussfaktoren runtergedreht. Hat gesagt, nö, das ist gar nicht so schlimm. Und zack, schon passte der Preis. Ne? Hey, super. Man nennt das Design by Budget. Ne? Also, coole Nummer das. Okay. Der spannende Punkt ist diese Klassifizierung nach leicht, mittel, schwer. Das war das erste Mal im Common Cost Model. Und man nennt das eine linguistische Variable. Na, und das ist tatsächlich bei ganz vielen Schätzverfahren hat sich herausgestellt, Menschen sind besser zu diese relativen Einschätzungen zu sagen, das ist relativ leicht, relativ schwer, verglichen mit allen Sachen, die ich bis in letzter Zeit so gemacht habe. Na, und es gibt wieder unglaublich viele Statistiken dazu, die dir sagen, wann du eine gute linguistische Variable hast. Und wie du dann eigentlich so einem leicht, mittel, schwer Ding eine konkrete Zahl zuordnen kannst. Erstmal hat sich herausgestellt, es ist cooler, wenn du nicht drei leicht, mittel, schwer hast, sondern mindestens fünf oder eventuell sieben. Es gibt bei Scrum Schätzen nach T-Shirt-Größen. Very small, small, medium, large, very large. Ne, das ist fünf verschiedene Kategorien.
Oder die Fibonacci-Zahlen, 1, 2, 3, 5, 8, das müssten 7 sein. 3, hey, das sind 7. Das muss ungerade sein, das ist scheiße. Und es muss irgendwie so zwischen 5 oder 7 sein. Beide Sachen sind gut. Wir hatten Fibonacci-Zahlen, die gingen noch hoch 20, 40 bis 100, glaube ich. Und dann kam unendlich. Also kannst zwei mehr machen, 9 geht auch, weil es ungerade ist. Aber das macht nicht mehr viel Sinn. Also tatsächlich, wenn du dann irgendwas mit 20 Story Points schätzt, brichst du nochmal runter. Oder größer als 20 Story Points. Wenn du 40 hast, mach zwei Tasks draus. Also das ist, was geht eben, diese viele, viele Einschätzungen, ihr wisst doch, ne? Macht das Ergebnis genauer, das geht das eben den Bach runter. Also nehmen wir mal Fibonacci-Zahlen hier, diese 7. Und jetzt ist immer noch diese Abstufung, wie kommt denn die hier zustande? Ich habe dafür ein Bild. Habe ich nicht? Weiter vorne. Moment. Ha! Dieses unglaublich schöne Bild. Das habe ich normalerweise, zeichne ich das von Hand, habe ich jetzt gerade keinen Bock. Ich kann in diesen Google Presentations noch nicht so gut von Hand malen. Der Punkt ist, was du machst, ist, du nimmst dir wieder so eine Gauss-Kurve und streust da einfach fröhlich alte Messwerte rein. Das heißt, du nimmst alte Projekte und sagst, irgendeine Methode, wie lange war die, wie viele Story Points war die denn jetzt eigentlich wert oder hat das jetzt am Schluss tatsächlich gekostet? Wie viele Stunden habe ich am Schluss wirklich dafür gebraucht, um die zu bauen? Und dann machst du hier fröhlich solche Eintragungen in dieser Gaußschen Gockelkurve, ne? Also jeder von diesen komischen Fliegen, Drecken, die hier in der Mitte sind, ist jetzt ein so ein Eintrag aus meiner Statistik. Ja? Und je nachdem, wie das so läuft, habe ich ganz, ganz viele Methoden, die alle immer genau 2 Stunden gebraucht haben. Dann liegen die ganzen Punkte hier relativ dicht in der Mitte zusammen oder das streut halt relativ breit. Na, weiß man nicht so genau. So, das hat man gemacht. Und dann sagt man, okay, wenn du 100 oder 1000 solche alte Messpunkte hast, dann kannst du eine linguistische Variable aus deiner Statistik abwerten, indem du sagst, ich nehme jetzt die 50% in der Mitte. Ja, also den Mittelwert plus minus 25, oder ich nehme hier zwei Balken, einen mittleren Bereich raus, da möchte ich, dass 50% meiner alten Messwerte drin liegen. Das wird der mittlere Wert meiner linguistischen Variable, also bei T-Shirt-Größen Medium. Und dann nehme ich, hier sind ja jetzt rechts und links jeweils noch 25%. Wenn ich 5 Dinger haben möchte, dann nehme ich als nächstes 20% der Werte, die hier liegen, also eine Intervallbreite, wo 20% der Gesamtpunkte drin liegen. Das wird jetzt mein Large. Und alle, die noch darüber sind, wird extra Large. Und hier nehme ich einfach die 20% Punkte, die unter dem liegen, oder mache den Balken so, dass genau in diesen nächsten Kategorien, dieser Small-Kategorie, wieder 20% meiner Punkte liegen und dann noch darunter wieder 5% meiner Punkte. Und dann gucke ich, wo ich im Prinzip hier diese Bereiche gemacht habe und mache immer Mittelwerte dafür. Also diese 20% der Punkte, davon der Mittelwert, das ist der Wert, den ich dieser linguistischen Variable zugreife. Das heißt, small bedeutet in dieser Verteilung, bei diesen statistischen Werten, ich glaube, da steht eine 6. Ah, eine 4. Da steht eine 4. Na? Extra small, da steht eine 1. Und medium, da steht eine 13. Und richtig groß, da steht eine 20. So. Und wenn man das tatsächlich mal für eine ganze große Anzahl von Projekten macht, dann kriegt man raus, dass sich das bei dieser Art der Einteilung sich das ebenso exponentiell irgendwie, das verdoppelt sich immer von jedem Schritt zum nächsten. Na? Und dieses verdoppeln sich oder exponentielles Wachstum der Größe hier an dieser Stelle, das drückt sich in den Fibonacci-Zahlen aus. Fibonacci-Zahlen sind eben Zahlen, die sich in jedem Schritt mehr oder weniger verdoppeln. Na, du nimmst immer die letzten zwei und dann kommt die nächste, die ist halt doppelt so groß. Und dann wieder die zwei, na, sind irgendwie so über die Zeit. Tatsächlich nicht genau doppelt, sondern Faktor 1,7 oder irgendwie sowas. Aber es wird halt regelmäßig um genau gleich viel immer größer. Und deswegen passen die Fibonacci-Zahlen. Ja, und weil diese Zahlenmystiker Fibonacci-Zahlen eh so cool finden, haben die sich jetzt hier durchgesetzt beim Planning-Poker. Ne? Also man hätte es auch ein quadratisches Wachstum nehmen können oder sowas, ist gerade egal. Ne? Also so ungefähr kommt das hin. Viel genauer kriegen wir es eh nicht. Ne? Das heißt, die Idee
Moment. Mit Hilfe von Fibonacci-Zahlen zu schätzen oder eben den verschiedenen Größen, diese sieben verschiedenen Intervalle, die wir damit machen, rührt daher, dass das meine gaußsche Glockenkurve schön in gleichmäßige Bereiche aufteilt. Das ist der ganze Trick. Ne? Und dann passt es. Hurra. Ja, und das ist dann immer der Mittelwert von einem so einem Streifen, den ich da in diese gaußsche Glockenkurve gelegt habe. Und da kommen ungefähr diese Zahlen raus und hat man gesagt, hey, super, Zahlenmystiker, haben Spaß dabei, lass uns das machen. Ne? Und zack, deswegen, dann haben sie Planning-Pokerkarten gedruckt. Und deswegen ist das so. So, das heißt, hinter diesen Idee, Fibonacci-Zahlen oder T-Shirt-Größen zu verwenden, das kann man genauso gut machen, steckt letztendlich dann doch statistische Erfahrungen, die dann sagen, naja, ein T-Shirt der Größe S bedeutet am Schluss, oder Small bedeutet im Mittel über ganz viele Projekte so viel. Also wenn ein Entwickler, eine Entwicklerin sagt, das ist ein kleines Ding, dann meint er damit statistisch gesehen was um diese Größenordnung. Na, und das ist der ganze Trick, den man da macht. Und wieder der Punkt ist, wenn ich direkte Stundenangabe mache, liege ich immer daneben. Wenn ich eine relative Größenangabe mit so einer linguistischen Variable mache, bin ich viel genauer. Ne? Und das hat eben Bots Humphrey mathematisch erhärtet und deswegen wissen wir, dass das so ist. Und deswegen machen wir das. Und jetzt sind wir mit den Lines of Code schon durch. Jetzt haben wir es im Großen und Ganzen. Komm, weiter, weiter, was kommt noch? Hilfe A. Die brauchen wir auf jeden Fall noch. Haben wir es eigentlich geschafft? So, jetzt wissen wir, wie wir schätzen können. Also, wir haben die Leute mental abgeholt, indem wir linguistische Variablen bzw. Fibonacci-Zahlen benutzen und Storypoints schätzen und nicht direkt Stunden. Na? Und nachher können wir von den Storypoints eben über diese Burndown-Rate von unserem Burndown-Chart ausrechnen, wie viele Arbeitsstunden sind das. Na? Super. Dann wissen wir das im Großen und Ganzen. Das variiert übrigens auch wieder von Team zu Team und Anwendungsdomäne und allem Möglichen. Das kann man nicht eins zu eins umrechnen. Ist halt eine relative Messgröße. Ne? Aber das funktioniert ganz gut. Dann haben wir viele, viele Einzelkomponenten oder Features, die wir schätzen. So, da kommen in einem Projekt schnell mal so 100 Issues zusammen. Das werdet selbst ihr noch ungefähr so hinkriegen. Dadurch kriegen wir einen Faktor 10 in der Verkleinerung. Schrumpft unser dieses Intervall, das Konfidenzintervall auf 10% seiner Größe, weil wir das schaffen. Na, also wenn es vorher irgendwas eine Breite hatte von 1 bis 100, dann ist es jetzt noch irgendwas 20 bis 9 oder so ähnlich. Ich weiß es nicht genau. Na, also so in dem Dreh sind wir jetzt. Oder streut eigentlich um 50. Ne? Hatten wir 0 bis 100 und jetzt ist es so 60 bis 40, 40 bis 60. Irgendwo da liegen wir jetzt. So, dann machen wir für jede einzelne Feature mit 9 Leuten eine unabhängige Schätzung. Da kriegen wir nochmal einen Faktor 3 raus. Dann sind wir 47 bis 53. Das ist fucking genau. Ne? Also noch schöner kriegst du es nicht. Und tatsächlich schafft man das in Bereichen. Na, also wenn man keine Risiken hat, also keine neue IDE ist rausgekommen, man hat nicht die Java-Version gewechselt, man hat nicht die Anwendungsdomäne gewechselt, man hat nicht irgendwie was gemacht, was man noch nie gemacht hat, sondern man macht das, womit man sich echt gut auskennt, kriegt man tatsächlich das hin, dass man so eine 10-prozentige Schätzgenauigkeit erreichen kann. Na? In 90% der Fälle. Was unfassbar gut ist, davon hätten wir uns in den 90er Jahren nicht träumen lassen, dass wir das jemals hinkriegen. Und inzwischen schaffen wir das ganz gut. Durch die Kombination dieser ganzen Dinge. Okay. Hey, wir haben alles im Griff. Läuft wie Sau. Na? Dann kommen die Widrigkeiten des Alltags, möchte ich das jetzt mal nennen. Ich kann das, glaube ich, mit Ctrl Plus größer machen. Geht das? Ja, ich sehe das gerade, dass du das. Moment, ich kriege das hin. Aber dafür muss ich jetzt mal gerade meine Präsentation verlassen. Mit Escape, Escape. Ich habe kein Escape. Doch, ich habe ein Escape. Wunderschön. Dann kann ich hier wieder hin.
Und jetzt kann ich wahrscheinlich, jetzt ist es diesmal erstmal weniger, das doch irgendwie vergrößern. Ah, die Lupe. Ja, genau. Dann gehen wir nochmal so auf 200%. Ah, verrückt. So. Und schaffen wir hier die Breite? Ja, ne? Ich krieg's hin, ich krieg's hin. Ja, kommen wir schon hin. Es gibt einen Kurs in Irland, an der University of Dublin, glaube ich. Da kannst du dich als Softwaretechniker ausbilden lassen. Und die nennen das 20 Dirty Tricks to Train a Software Engineer. Ist das 20 oder 21? Ich weiß es nicht genau. Oder 23. 20 Dirty Tricks to Train a Software Engineer. Und das Lustige an diesem Kurs ist, das Ziel der Tutoren in dem Kurs ist, wir teilen euch in Projektgruppen ein, so ähnlich wie das Softwaretechnik-Praktikum. Und das Ziel ist, keine dieser Projektgruppen darf fertig werden. Na? Die erklären den Projektgruppen einzeln am Anfang, das sind eure Aufgaben, dann lassen sie die arbeiten. Und dann werfen sie den Leuten Knüppel zwischen die Beine. Na? Und was man so machen kann, ist hier so aufgelistet, das Erste, was sie sagen, erstmal ist die Anforderungsdefinition, die die den Leuten geben, natürlich vollkommen unzureichend. Ne? So, baut mal irgendwas. Ne? Dann fangen die an, dann sagst du, nee, das wollte ich nicht. Ne? Das kann man eine ganze Zeit lang treiben, bis die dann irgendwann auf die Idee kommen zu fragen, ja, was willst du denn? Ne? Also, in die Falle lässt du sie schon mal laufen. Ne? Also, hurra. Ne? Dann gibt es so ein Ding, das nennt sich Make Assumptions Wrong. Na, also immer wenn du ihnen deine Anforderungsdefinition irgendwas offen gelassen hast und die entscheiden sich dann für was, dann sagst du, nee, so wollte ich das nicht. Grundsätzlich. Na, also das wird auch gerne in so einem Scrum-Lego-Poker gemacht. Dann sollst du dann irgendwie in einen, dann sagen die, ja, hier sind Lego-Steine, bau ein Haus. Na, dann bauen die ein Haus. Dann sagst du, nee, nee, ich wollte die Wände in weiß. Na? Wo haben die dich ja nicht nachgefragt, ne? Dann sagst du, ich hätte gerne die Wände alle in weiß. Oh, dann bauen die das um. Dann sagst du, hey, das Dach wollte ich komplett in Rot, ne? Oder schwarz. Oder egal, welche Farbe die genommen haben, du nimmst eine andere. Ich will es in Pink. Ne? Sieh zu. Ne? Und dann sagen die, ich habe keine pinken Steine. Dann sage ich dann, na gut, dann ist Grün doch gut. Ne? Oder dann zahle ich nur die Hälfte. Ne? Oder irgendwie sowas. Ne? Also die Idee ist immer dann, wenn die nicht nachfragen, und dann irgendwann dir ein Ergebnis zeigen, sagst du immer hier, nee, das habe ich mir so nicht gewünscht. Grundsätzlich. Ne? Also es geht ja darum, die dürfen nicht fertig werden. Ne? Also es muss auf jeden Fall schief gehen. Dann Uncertain Customer. Eines unserer Lieblinge. Das ist, die fragen dich, was, in welcher Farbe möchtest du? Dann sagst du, oh, muss ich nochmal überlegen. Ne? Die haben eine Woche Zeit für dieses Projekt und du antwortest einfach nicht. Na, irgendwann machen die es dann halt in irgendeiner Farbe und sagst du, nee, die ist falsch. Na, also die einfach auf Rückfragen keine Antwort geben. Na, das weiß ich noch nicht, muss ich mal fragen. Da mache ich ein Meeting, ich frage meinen Chef. Na, du kriegst keine Antwort, kriegst keine Entscheidung. Gar nicht. Ne? Und wenn du dann sagst, es, irgendwann verlierst du die Nerven, machst du es selber, dann sagen die, nee, das, so wollten wir es nicht. Auf gar keinen Fall. Nein, 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 nein. Change Requirements. Also wenn die es dann doch mal schaffen, irgendeine Farbe für eine Wand aus dir rauszuquetschen, dann kommst du einen Tag später an und sagst, oh, ich habe mir das nochmal überlegt, ich finde die Wand in Gelb doch schöner. Könnt ihr das bitte nochmal ändern? Ne? Und zwar immer so, dass es maximal wehtut. Ne? Also alles, was sie gemacht haben, sofort wieder in Grund und Boden stampfen. Was auch gut ist, sind Conflicting Requirements. Ne? Ich hätte gerne dass das Ganze eine Traglast hat von so und so, aber ich möchte bitte, dass es nur 4 Säulen gibt. Ne, ich möchte große Fenster und große Traglast große, auf dem Dach. Oder ich möchte, ihr habt nur gelbe Steine, ich möchte, ihr sollt nur gelbe Steine verwenden und ich hätte gerne eine blaue Wand. Ne, oder irgendein Schwachsinn. Ne, das kriegt man schon hin. Ne, also wo man einfach so sagt, das ist physikalisch nicht möglich. Ne, das geht nicht. Ich bin Kunde, ich kann mir das doch wünschen. Ne? Oh. Ne, da müssen die halt wieder mit dir verhandeln. Aber was auch gut funktioniert, sind Conflicting Customers Ideas. Du hast nicht einen Kunden, du stellst einfach zwei dahin. Und die wünschen sich, was kommt anderes. Der eine sagt, ich will eine gelbe Wand, der andere sagt, ich will die in weiß. Und dann stehen die da.
Dann sagt das Team, ja, entscheidet euch doch jetzt mal. Ja, wir können uns nicht entscheiden. Nun, nee, ich will das in Gelb, nein, nicht in Rot, nein, ich frage meinen Chef, ich frage meinen Chef. Die Idee ist einfach, solche Entscheidungen beliebig nach hinten zu schieben. Ne, am Ende der Woche wissen die immer noch nicht, welche Farbe, und haben die ganze Zeit nichts geschafft. Und dann irgendwann sagen sie, ja, dann mache ich halt so. Die eine waren so, die andere waren so. Und dann sage ich, nee, nee, die dritte Farbe haben wir uns jetzt geeinigt. Ne, der Chef hat entschieden. Ne, also grundsätzlich. Different Personalities ist auch wunderschön. Vormittags triffst du immer auf den freundlichen Kunden. Der sagt, oh, ich finde das total toll, was ihr macht, großartig. Boah, so weit seid ihr schon, super. Nachmittags kommt der Bad Guy und sagt, ey, nee, das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja alles falsch hier. Das ist doch gar nicht. Fangt bitte nochmal von vorne an. Das geht gar nicht. Ne? Also, oh Gott, und ihr seid aber echt das grottenschlechteste Team, mit dem ich je zu tun hatte. Ne? Und so solche Sachen. Das machen wir auch sehr gerne. Wir schicken euch immer unterschiedlich. Deswegen habt ihr zwei Tutoren in jeder Gruppe. Habt ihr? Damit wir das hinkriegen. In diesem Ding machen die Ben Overtime. Also eine Nummer, die Leute dann typischerweise diese Teams reagieren, ist, die fangen dann an und versuchen über Nacht irgendwie, wenn gerade kein Tutor da ist, der ihnen dazwischen tritt, heimlich irgendwie Funktionalität herzustellen. Dann am nächsten Morgen die zu präsentieren. Das wird in den Projekten so verbieten, die haben die Computer in einem Labor und abends um 6 Uhr werden die alle rausgeschickt. Dann morgens um 8 macht das Labor, macht das wieder auf. Und mehr als das können die nicht arbeiten an dem, weil einfach die Computer nicht verfügbar sind. No, die müssen das da drauf machen. Das heißt, die können nicht zu Hause arbeiten. Und das war zu Zeiten, wo man nicht irgendwie sich heimlich per USB-Stick was mitgenommen hat, hat dann zu Hause was gemacht, hat es am nächsten Morgen wieder eingespielt. Ne? Das ging einfach an nicht. Ben Overtime. Additional Tasks. Großartige Sache. Während die da so fröhlich vor sich hin programmieren und siehst du, oh, jetzt kommen sie ja doch irgendwie aus dem Quarz, kommt da einer hin, Leute, ganz dringend, wir brauchen noch diese ganz andere Funktionalität. Oder bring doch mal einer bitte den Müll runter. Oder besorg doch mal einer Bier. Ne? Oder bestell doch mal einer Pizza. Oder mach doch mal irgendeinen Scheiß. Ne? Mach doch mal eine Lehrveranstaltung. Mach doch mal einen Service für Corona-Apps. Oder mach mal irgendeinen Scheiß. Ne? Wir brauchen dann noch irgendwie, oder, ne, you name it, ne, mach doch mal eine ISO 9000-Zertifizierung. Oh, gern genommen. Großartige Nummer, kann man alles großartig machen. Auch unglaublich gern genommen ist Change Deadlines. Und zwar musst du die Deadlines nach vorne verlegen. Du musst sagen, ja, eigentlich hatten wir gedacht, ihr hättet dafür 3 Monate Zeit, aber wir haben uns überlegt, es wäre doch schön, wenn wir das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen können. Ihr müsst jetzt leider nicht im Februar fertig werden, sondern schon im November. Ne? Also wir verlegen dann mal irgendwann euren Prüfungstermin nach vorne. Oder den Deadline für irgendeinen Release. Das sollten wir mal machen, das ist eine schöne Idee. Ne, dieses letzte Release, das sollten wir aber nicht zu früh. Ne? Also sagen wir euch dann kurz vor Ende, dass wir das gerne vorverlegt hätten. Quality Inspections. Ja, ne, schickt euch den ISO 9000 Zertifizierer auf den Hals. Komm, wir machen morgen mal ein Audit. Ne? Also, oder wir möchten bitte, dass ihr mehr Code Reviews macht. Ne? Oder macht mal bitte mehr Pull. Bei den Pull Requests müssen ab jetzt mindestens ein Kommentar auf 5 Zeilen kommen. Ne? Das wäre doch schön. Ne? solche Dinge mehr. Different Truths. Ne? Also ja, das ist ein bisschen dieses Change Requirements. Das ist, du hast auch wieder 2 Customer. Wenn du den einen fragst, wann muss ich das abgeben, dann sagt er Freitag und der andere sagt, nee, Mittwoch. Ne? Also meine Hausaufgaben für Design Pattern, die auf den Folien stehen und das, was ich im Video gesagt habe. Ne? Also das ist überhaupt nicht das Gleiche. Ne? Und da kriegst du auf jeden Fall, wie du es machst, ist auf jeden Fall die falsche Interpretation. Ich ziehe dir Punkte ab. Change the Teams, eine der großen Nummern, die man gut mal machen kann, ist, du guckst, hast du irgend so ein Team von 6 Leuten, das wirklich gut arbeitet, und nimmst du die beiden wichtigsten Personen und tust die in ein anderes Team. Ne? Und dafür nimmst du aus irgendeinem anderen Team 2 andere Leute und tust die da rein. Damit kann man Teams unglaublich gut ausbremsen. Das geht klasse. Na, also immer die technisch wichtigsten Leute rausnehmen, den Architecture-Owner und durch irgendjemand anderen ersetzen. Das macht richtig viel Spaß. Da kommt Freude bei allen Leuten auf. Ne? Und auch lustig ist, ne, wenn man aus 2 Teams die Architekten
Strukturverantwortlichen nimmt und tut die alle in ein neues Team und irgendwelche normalen Leute wieder zurück. Dann sind alle Teams, die so entstehen, kaputt. Weil da, wo jetzt zwei Leute zusammentreffen, die vorher in verschiedenen Teams Architekturvorstellungen hatten, die können sich anschließend nicht einigen auf eine gemeinsame. Ne? Also die kommen auch nicht klar. Ne? Also nicht nur, obwohl die sich einfach da schon mal Gedanken gemacht haben, jetzt müssen zwei Leute sich auf ein gemeinsames Konzept einigen, die das beide genau wissen, wie es geht. Das klappt auch alles nicht. Change Working Procedures. Das ist ein bisschen sowas, wir stellen so zwischendurch mal von Scrum um auf, was gibt es denn da noch? Kanban. Ah, das ist nicht dramatisch genug. Wir brauchen auf den Rechner Unified Process. Auf V-Modell. Wir stellen zwischendurch mal so bei Release 3 stellen wir mal auf V-Modell um. Finde ich viel schöner. Ne? Das ist eigentlich eine schöne Idee. Upgrade Software ist genau die Sache, die ich eben schon mal hatte. Wir lassen es doch mal zu Java-Version 15 wechseln. Da gibt es diese tollen String-Templates jetzt. Ne? Das lassen wir doch mal machen. Und das benutzen wir dann ganz doll. Und dann nehmen wir mal, was hatten wir bei Microservices, die Postgres-Datenbank. Da wechseln wir mal von Version 12 auf Version 13 oder so war das. Ne? Da funktionierte der Object Relational Manager. Solche fröhlichen Dinge. Ne? Nehmt irgendeine große Bibliothek, wechselt die Version. Ne? So mittwochs. Und am Freitag sagt er, ach, war eine blöde Idee, wir gehen zurück. Ne? Oder wechselt auf noch eine andere. Ne? Also, das kann man jeden Tag machen. Funktioniert immer großartig. Ne? Change the Hardware. Auch sehr fröhlich. Montag und Dienstag arbeiten wir alle auf Windows. Am Mittwoch stehen da plötzlich, kommen die rein, stehen nur noch Apple-Rechner da. Großartige Nummer. Natürlich uneingerechnet, ach ja, eure alten Daten sind leider mit verreckt auf der Festplatte, sind nicht mehr da. Ne, euer alter Programmcode. Git hatten wir nicht, sorry. Ne, kommt schon mal vor. Crash die Hardware. Eine der großen Nummern, was sie tatsächlich machen, ist, am Donnerstag spielen die nachts heimlich die Backups von Dienstag wieder ein. Ne? Also die nehmen einfach sagen, oh, tut mir leid, und ihre Festplatte ist abgeraucht, aber gut gesagt, wir hatten Backups. Hey, von Dienstag. Juhu! Großartige Nummer. Slow the Software. Lass doch noch mal so im Hintergrund auf allen Rechnern irgend so eine KI irgendwas lernen. Nur, immer eine schöne Idee. Ja, irgendwie, ne? Bring einfach mal die CPU-Last auf 95%, das hilft. Ne, und noch mal ein bisschen mehr den Hauptspeicher klein. Disrupt the File Store hatten wir gerade schon. Und immer wenn einer rumnörgelt, dann sagst du, habe ich euch vorher schon so gesagt, ne, dass ich das tun werde. Ne? Was ich jetzt auch mache, also wenn bei euch in euren Softwareprojekten mal irgendwas in dieser Art schief geht, hiermit seid ihr gewarnt. Ne, das wird passieren und das ist Didaktik. Ne, das ist gut, das ist eine Lernchance. Das sollt ihr alles lernen. So, der ernsthafte Sinn hinter dieser ganzen Nummer ist, alle diese Dinge passieren in jedem etwas größeren Projekt ständig. Mit diesen Problemen habt ihr die ganze Zeit zu kämpfen. Andauernd. Und bei der Kostenschätzung, als er diesen Planning Broker gemacht hat, habt ihr an keinen davon gedacht. Die habt ihr grundsätzlich nicht mit auf dem Zettel. Und das kommt immer vor. Und das muss man sich mal irgendwann klar machen. Ne? Und dann kommt man auch auf die Idee zu sagen, okay, 40 Stunden die Woche programmieren, wer hat sich das denn überlegt? Das funktioniert nicht. Ne? Also 20 Stunden ist auch gut. Und tatsächlich sagt man so 5 Stunden am Tag, 25 Stunden, dann hast du wirklich eine produktive Woche gehabt. Ne? Und die anderen 5 Stunden kümmerst du dich um den Scheiß, der hier auf dem Zettel steht. Und schneller geht's nicht. Tut mir leid. Ne, das ist, und das kann man auch gleich schon mit einplanen, dass man nicht mehr schafft. So, Viertelstunde noch. Ich habe noch eine Folie. Jetzt kann ich wieder klein. Ich kann auf die Seitengröße gehen. Boah, verrückt. Also. Ihr könnt so solide schätzen, wie ihr Bock habt. Euer Projekt hat trotzdem noch jede Menge Risiken, die ihr stumpf nicht in
planen, die euch da irgendwie aus eurem Konfidenzintervall rausschießen können und gegen die ihr ständig kämpfen müsst. Das sind erstmal alle diese Risiken, die wir gerade unter 20 Dirty Tricks gelernt haben. Na, und ich verspreche euch, von diesen 20 Sachen werden euch 4 passieren. Grob. Na? Also wir haben eigentlich jedes Jahr irgendwelche Leute dabei, die schaffen es nicht, ihr Git-Repository kaputt zu spielen. Das schafft die Regel. Also das ist wirklich nicht so leicht. Ne? Also, aber das passiert, das kriegen die Leute hin. Na, und dann ist irgendwie mal alles weg. Ja, schade auch. Ne? Das ist nicht so ein Drama, weil bei diesem Git hat man ja ganz, ganz viele Kopien auf ganz vielen Rechnern. Man kriegt das dann irgendwie wieder hin. Aber am Schluss hast du das Problem, das zentrale Repository ist weg und du hast 8 Leute und jeder von denen hat einen anderen Stand. Dann musst du dich auf einen Stand einigen und dann die anderen Sachen wieder zu mergen. Da wird es dann hakelig, wenn du die Zentrale verloren hast. Ne? Das ist dann irgendwann die Ecke, wo es klemmt. Und, ja, auf jeden Fall, ne, wenn das passiert, ist erstmal großer Alarm, Scrum-Meeting, alle laufen zusammen. Erstmal wird irgendeiner fürchterlich beschimpft, der schuld ist. Ne? Das braucht man schon mal ungefähr 2 Stunden. Und dann wird irgendwie Strategie entwickelt, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus. Und dann irgendwann setzt sich einer oder zwei Leute hin und reparieren den Scheiß und dann ist der Tag gelaufen. Da haben 8 Leute nichts geschafft. So ungefähr? Ja, ne, so läuft das. Ne, und das passiert, verspreche ich euch. Ne, plant diesen Tag schon mal ein. Könnt ihr schon mal irgendwie als Feature so und so irgendwo mit hin tun. Ne, also geht repariert, so ungefähr. Ne, und braucht 8 mal 4, 32 Storypunkte. So grob. Ne, also, und die gibt es nicht, also 40. Ne, also ist einer von diesen größeren Tasks. So, dann gibt es eine Reihe von Risiken, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das sind alles Skalierungsprobleme. Und das ist das, wogegen Softwaretechnik eigentlich seit Anbeginn der Zeit kämpft. Projekte, Softwareprojekte skalieren in verschiedene Richtungen. Das ist einmal die schiere Codegröße, mit der ich zu tun habe. Wenn das irgendwann größer wird, dann passieren komische Dinge. Ne, dann wird es immer schwerer, das konsistent zu halten. Irgendwann wird das Git langsamer, das Kompilieren dauert länger, der Jenkins braucht länger. Alles braucht irgendwie lang, irgendwelche Festplatten laufen über. Der Compiler sagt irgendwann, ich habe das tatsächlich schon beliebig häufig erlebt, irgendwann sagt der Compiler, nö, das ist dir zu viel. Der macht einfach die Grütze. Hört auf. Der sagte, oh, sorry, Memory Overflow. Ne? Passiert so im Compiler auch manchmal. Ach, schade. Ne? Da kann man manchmal noch mit eigener Hardware dagegen laufen, aber es ist nicht immer so. Turbo Pascal, die hatten so 64.000 Zeilen, war einfach Schluss. Weil die irgendwie nur 3 Byte oder irgendwas für die Zeilennummer genommen hatten. Na ja, sorry. Ne, da war einfach Ende im Gelände. Schade auch. Oder 256 Module. Es gab den größten Schwachsinn. Überall sind so komische Nummerierungen drinne, die irgendwie zu klein irgendwann raten. Und man macht das relativ lange und eigentlich läuft alles immer gut. Und dann irgendwann. Ich habe mit Modular 2 programmiert. Kennt ihr alle nicht, ne? Also so ein Pascal-Nachfolger gewesen. Daran haben wir ein relativ großes Projekt gemacht und wir waren dann auch irgendwann so ungefähr die letzten Menschen auf der Welt, die noch Modular 2 programmiert hatten. Und wir hatten dann irgendwann auch ein persönliches Verhältnis zu unserem Compilerbauer, der saß in Edinburgh. Ja, und wir waren auch ungefähr der einzige Kunde. Naja, und dann haben wir irgendwann angefangen, Code zu generieren für so komische Menüs und also ein Kram. Da haben wir so große Switch-Case-Statements generiert. Ne, Switch-Case, weiß jeder? Ne, die funktionieren toll. Mit 10 Einträgen, mit 100 Einträgen. Die von Modular 2 machen die Grätsche, wenn du 1000 verschiedene Cases hast. Der Compiler hat versucht, diese Cases irgendwie, die machen das intern mit so Sprungtabellen, das muss dann irgendwie optimiert werden. Da musste der die davor sortieren, der Sortierverfahren hat ein Quadrat drin. Schade auch. Ne? Der ist dann einfach in der Compile-Zeit weggebrochen. Ne? Und zwar von Minuten auf Tage. Ne? Weil dieses Quadrat schlägt irgendwann tatsächlich zu. Ne? Und wir haben wirklich lange gebraucht, bis wir rausgekriegt haben, was hier schief geht. Der Compiler kommt nicht zurück. Oh. Endlosschleife. Ja, wie kann das denn? Ne? Compiler kann doch nicht in Endlosschleife laufen. Ne?
Ja, doch, kann er. Also war auch keine Endlosschleife, hat nur lange gedauert. Irgendwann haben wir, glaube ich, mal übers Wochenende laufen lassen, haben wir gemerkt, oh doch, hurra, und dann verrückt. Und irgendwann hat dann einer gemerkt, oh guck mal, wenn wir dieses große Switch-Statement mit 1000 Cases in 10 kleinere mit 100 Cases zerlegen, dann läuft wieder alles richtig. Ne? Und das heißt, wir haben das Sortieren einfach vorweg gemacht und haben im Code-Generator da einfach zwei verschiedene draus, 10 verschiedene draus gemacht, schon ging's. Ne? Ja, lauter fröhliche Dinge. Ne? Also habt kein Vertrauen in euren Compiler. Also wenn euer Projekt groß genug wird, dann liegt der Fehler eventuell nicht bei euch, sondern im Compiler. Das kommt erschütternd häufig vor und ihr merkt das im Studium typischerweise nie, weil euer Programm relativ klein ist und ihr euch in Dingen bewegt, die halt gut ausgelatscht sind. Ne? Aber so, wenn euer Programmcode ungefähr fünfmal oder zehnmal so groß ist wie der von Compiler, dann fangt ihr an und lauft auf Compiler-Bugs und auf Library-Bugs. Ne? Ja. Passiert ruckzuck. Ne? Und das Gemeine dabei ist, als junger Mensch erwartet man das nicht. Ne? Compiler, das wird von Millionen Menschen benutzt, der Java-Compiler. Da kann doch kein Fehler drin sein. Doch, da sind Fehler drin. Die machen den letzten Scheiß. Ne? Das ist unglaublich, das ist genauso Software, das haben Menschen wie ihr geschrieben. Ne? Also, habt Vertrauen. Ne? Ja, die sind ein bisschen mehr benutzt, aber wenn du sie richtig unter Stress setzt, dann fliegen die um die Ohren. Teamgrößen. Ja, wir haben jetzt so Teams, Scrum-Teams funktionieren bis 10, 12, 15. 10 ist schon ein relativ großes Scrum-Team, mehr sollte man nicht gehen. Und tatsächlich war in den 90er Jahren Projekte, die du nicht mit 10 Leuten anfangen machen kannst, kannst du auch einfach sein lassen. Ja, also wenn du versuchst, was ein Projekt mit 100 Leuten zu machen, ja, ne, okay, haben 100 Leute Butter auf dem Brot, aber rauskommen tut da nichts. Wir hatten das technisch nicht im Griff. Wir kriegen die kriegten das nicht hin. Agil ist tatsächlich eines der Verfahren, das hilft an dieser Stelle. Und wir kriegen jetzt Projekte in der Größenordnung. Ja, also der Thorsten Janning behauptet, der kann 1000 Leute koordinieren. Ne, aber das halte ich jetzt schon auch für sehr sportlich. Also was einigermaßen gut funktioniert, ist Scrum auf Scrum so mit 100 Leuten. Das kriegt man also 10 Teams A. 10 Leute und dann gibt es so eine Ebene darüber, den Scrum auf Scrum, wo sich immer die Projektmanager, die Scrum Master oder irgendeiner oder die Architekten aus jedem Einzelprojekt treffen, regelmäßig einmal am Tag, alle 2 Tage und so ein gruppenübergreifendes Meeting machen. Das kriegt man ganz gut hin und dann ist aber Schluss. Also, und es gibt eben diese Safe-Methode, Safe Agile, FE, weiß ich nicht mehr. Die behaupten, sie könnten 1000 Leute, sie könnten noch eine dritte Stufe oben drüber tun. Na, und dann hast du oft 10 Teams A10, bilden immer so eine Gilde oder sowas ähnliches. Und dann nochmal 10 von diesen Gilden bilden dann so ein Larger Enterprise. Und das behaupten die, würde irgendwo funktionieren. Ne? Und das ist so prinzipiell die Nummer wie Google, Amazon, diese richtig großen aufgestellt sind. Na, also die kriegen sowas manchmal hin. Okay, so große Projekte gibt es nicht viele. Ne? Also SAFE heißt Scaled Agile Framework. SAFE wird es, und das soll SAFE sein. Hey, cool. Die behaupten, die könnten in diese Größenordnung. Aber es gibt nicht mehr als 4 oder 5 Beispiele, wo das mal funktioniert hat. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele es gibt, wo es schiefgegangen ist. Ja, also Teamgröße ist tatsächlich was relativ schlecht skaliert. Muss man mal ernsthaft sagen. Ne? Also das haben wir nicht verstanden, wie das geht. Also so bis 100 und mehr würde ich immer sagen, ist unseriös. Ist reiner Zufall, ob da was bei rauskommt oder nicht. Ne? Und wenn du ein Projekt mit 1000 Leuten hast, such dir einfach die 100 Leute aus, die du am sympathischen findest, mach mit denen was und die anderen 900 sollen Urlaub machen. Ne, an den Strand gehen, Schirmchen trinken und sonst. Ist auch gerade egal. Oder irgendwie das Büro fegen oder Corona-Apps basteln oder whatever. Ne, ist gerade egal, was die machen. Das ist völlig, also die konstruktiv beitragen können die nicht. So, Datenvolumen ist eine Sache.
Irgendwas mit bis zu 10, 100 Megabyte, 1 Gigabyte passt in den Hauptspeicher völlig easy. Terabyte große Sachen, jetzt brauchst du eine Festplatte. Petaguide, wann muss ich in den Cluster? So, ne, wenn ich also nochmal einen Faktor 1000 hochgehe, dann schaffe ich das nicht mehr auf eine Festplatte. Ne? Und dann braucht die Datenbank viele Festplatten. Und irgendwann schaffe ich es nicht mehr mit einem Server zu betreiben, brauche ich viele Server. Dann bin ich im Cluster, und dann bin ich ungefähr da, wo Google ist. Ne? Gehen mit Petabyte von Daten immer locker mehr. Ne? Mehr, ne? Die machen auch noch irgendwie einen Faktor 1000 größer. Und dann bist du eben auch mit mehreren Rechenzentren an Start. Und dann brauchst du Konzepte, wie du Daten von einem Rechenzentrum zum anderen transferierst und wie viele Kopien du davon machst und all so ein Scheiß. Das ist ganz andere Anforderungen, als wenn du sagst, da komm, 1 Megabyte, schreibst du in eine Datei, was soll's. Ne, reicht eine Textdatei, aber brauchst du keine Datenbank, nichts. Und jedes Mal, wenn du da eine Größenordnung hochspringst, skalierst, dann musst du die Technologie wechseln. Und das ist das, was weh tut. Ja, und wenn du es nicht wechselst, dann läufst du gegen so eine physikalische Grenze. Dann geht plötzlich deine Verarbeitungsgeschwindigkeit, funktioniert dein Programm nicht mehr. Na? Und dann hängst du still. Die Banken hatten das relativ viel so in den späten 80er, Anfang der 90er Jahre, die haben batchartigen Betrieb gemacht. Das heißt, in den Filialen wurden diese ganzen Kontobuchungen. Ja, ich möchte schicke irgendwie meinem Vermieter so und so viel Euro, D-Mark oder was das damals war. Die wurden in den Filialen eingesammelt. Irgendwann abends hat dann jede Filiale alle 1000 Buchungen, die da gemacht haben, übergeben an ein zentrales Rechenzentrum. Und die haben das in einem Batch dann alles von allen den Leuten eingesammelt, auf so komische Magnetbänder gespielt, und haben das dann in der Nacht abgearbeitet. Ja, das heißt, die haben dann so für ganz Deutschland eine große Bank irgendwie 1 Million Transaktionen in einer Nacht, so Kontobewegungen durchgeführt. Im Großen und Ganzen. Naja, und die Datenbanken, die verwandelt haben, konnten genau 1 Million. Ja, die brauchten so und so viele Millisekunden für eine Transaktion. Die Festplatten, das war, ging nicht schneller. Und dann war einfach so ein Ding. Und wenn du Pech hattest, war halt dann morgens um 8, die Bank sollte aufmachen, waren die Transaktionen noch nicht durchgeführt. Ne? Und bevor die nicht alle abgerechnet waren, konntest du die Datenbank nicht umstellen in den Normalbetrieb, wo wieder Buchungen entgegengenommen werden konnten. Ne? Und dann hat dann irgendwann die Bank gesagt, nö, wir können leider keine neuen Kunden mehr aufnehmen. Wir schaffen das nicht. Schade, ne? Da waren die 24 Stunden einfach zu kurz, um das tägliche Geschäft abzueiern. Ja, und dann mussten die rotieren. Ne? Und dann hat im Wesentlichen Oracle seinen großen Tag gehabt und die haben gesagt, oh, wir schaffen das Faktor 10. Ne? Und die haben es einfach so hochgedreht, dass alle Banken einigermaßen klar kamen. Und irgendwann haben sie so Parallelbetriebe angefangen, dass sie gesagt haben, okay, wir buchen auch schon, während noch neue Buchungen gemacht werden. Wir verzahnen diese beiden Prozesse. Und dann haben sie es im Prinzip geschafft. Das reicht nicht, wenn du Google heißt. Ja, also wenn du Google heißt, musst du 1 Million Anfragen pro Sekunde bearbeiten können, nicht pro Nacht. Und dann hast du ein Problem. Du musst 1 Million Anfragen pro Sekunde antworten und dann ja, brauchst du ein Cluster. Ne, brauchst viele Rechenzentren, musst einfach in die Breite gehen, sonst kriegst du das hier nicht hin. Und das haben die Leute dann eben bei Google gemacht und die haben dann auch neue Datenbanken entwickelt, mit denen das geht. Und die Google Big Table hieß die früher, wie die jetzt heißt, weiß ich nicht mehr. Hadoop von mir ist egal. Die eben verteilt über Kontinente hinweg Daten organisieren können. Das muss man dann machen. Das geht nicht mehr anders. Und die haben dann auch dieses Eventual Consistency Konzept erfunden. Ihr habt alle bei Datenbanken gelernt, dass man so eine Transaktionssicherheit hat. Zack, weg über den Bach. Das CAP-Theorem hat gesagt, wie wir jetzt gelernt haben, kannst du knicken, geht nicht, wenn du das verteilte Rechenzentren hast. Musst du darauf verzichten, du brauchst Eventual Consistency und solche Geschichten. Das kriegst du nur übers Datenvolumen. Und Benutzerzahl ist exakt die gleiche Nummer. Dann irgendwann, wenn du irgendwie was hast, da sind so 10 Leute in einer Firma, die da ein bisschen rumbuchen, Kinderkram. Ne? Dann wächst dein Konzern oder du kaufst irgendwas zu, jetzt hast du 10.000 Leute, die alle auf dem gleichen Rechner buchen wollen, wenn das eine Windows-Kiste ist, kannst du einfach knicken, das geht nicht. Ja. Jetzt brauchst du ein Rechenzentrum.
ne, damit das geht. Ne? Dann bist du so mit so einem schönen Rechenzentrum, jetzt kannst du Mail-Server und solche Dinge betreiben für, wie viel haben wir, 30.000 plus 5.000, so knapp 40.000 Leute an der Uni Kassel. Da brauchst du schon irgendwie so ein mittleres Rechenzentrum, so, damit das geht. Und wenn du Google heißt, brauchst du eben viele Rechenzentren. Na, was will man denn machen? Okay, das sind so die klassischen Dinge, wo dir Projekte um die Ohren fliegen und wo du tatsächlich gegen Grenzen läufst, die es notwendig machen, dass du deine Architektur großräumig umbaust. Die Lösung ist am Schluss, damit du über so eine bestimmte Schwelle drüber kommst, musst du eine andere Technologie verwenden. Das ist ein größerer Umbau in deiner Software. Und das ist das, was hier bedeutet. Du musst deine Architektur wegwerfen und viele Dinge nochmal neu machen. Ne? Und das machen größere Firmen tatsächlich relativ regelmäßig. Also wenn du erfolgreich wächst wie Google, Facebook, Amazon, eBay, Uber, dann schmeißt du deine Software halt dann alle 10 Jahre weg. Alle 5, alle 3. So lange gibt es sie ja noch gar nicht. Ne? Und ne, dann läufst du gegen so eine Grenze und dann machst du den ganzen Scheiß neu. Ne, und das ist eine der Sachen, wie Software altert. Die wächst nicht schnell genug mit diesen Größenanforderungen, die wir da so haben. Und dann musst du es komplett wegtreten und neu machen. Ne, viel was anderes hilft dir da nicht. So, andere Risiken, das neue Technologien haben wir schon mal. Also immer, wenn du die Technologie wechselst, von Java nach Kotlin. Hey. Na, gern genommener Schritt im Augenblick. Lass uns das doch alles in Kotlin machen, ist doch viel cooler oder gleich in Haskell. Na, das kannst du schon machen, aber am Anfang, na, du nimmst einen ganzen Beutel von Problemen, wirfst die weg und kriegst einen großen neuen Beutel mit neuen Problemen. Na, und mit den alten Problemen kanntest du dich aus, die neuen kennst du alle nicht. Na, und das erstmal, ja. Vielleicht bist du am Schluss irgendwann mal schneller, erstmal macht es dich langsamer. Jede Umstellung bedeutet erstmal viel wegschmeißen, viel neu machen, viele neue Fehler, viele neue Probleme. Bugs, unglaubliche Dinge, die da passieren können. Wir hatten über ein paar Bugs schon erzählt. Ich habe schon erzählt, das ist immer böse, wenn die sich zusammenraufen. Es gibt auch diese sehr sporadischen Bugs. Wie heißen diese komischen Teile, die fast nicht nachzuweisen sind? Neuronen? Heisenberg-Bugs sind die. Heisenberg-Bugs sind die, wo du hinguckst, dann ist er weg. Ja, also sobald du den Debugger startest, kommt, dann trifft er nicht mehr auf. Oder wenn du System Out Print Line hinmachst, ist er auch nicht mehr da. Ja, also ganz. Aber es gibt auch so welche. Naja, die treten nur einmal im Jahr auf. Ne, oder einmal pro 1 Million Benutzer. Neutrinos. Neutrino-Bugs. Ne, die sind also quasi nicht nachweisbar. Die sind so selten, ne, aber trotzdem crashen die das ganze System. Wunderschöne Bugs. Ne, also, und boah, die töten dich aber auch so richtig. Aber das klassische Beispiel ist das London Ambulance System. In den 90ern war das. Da haben London gesagt, oh, wäre es nicht schön, wenn wir eine Software hätten, die unsere Rettungswagen koordiniert. Und da gibt jeder Rettungswagen immer an, wo er ist. Und wenn er irgendwo leer ist, also seinen Kranken abgeliefert hat beim Krankenhaus, dann muss er nicht erst wieder zu seiner Basisstation nach Hause fahren, um sich einsatzbereit zu melden, sondern kann direkt von der Stelle, wo er jetzt ist, sagen, zum nächsten Einsatz fahren. Hey, da sparen wir ungefähr ein Drittel der Rettungswagen ein und ganz viel Zeit. Super Idee. Software gebaut, die das macht. Ausschreibung gemacht, öffentlicher Dienst. Klar, die billigste Anbieter hat gewonnen. Nur zu 10% des Preises für den nächst teureren Anbieter. Das hat uns gar nicht stutzig gemacht. Die haben das gebaut, haben das in Betrieb genommen, hat eine Woche gut funktioniert, ist abgestürzt. Der Grund war, dass pro Request, der da reingekommen ist in der Software, ein Byte Memory Leak war. Ne, da kamen irgendwelche über Telefon irgendwelche Anfragen rein oder Meldungen, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da, ich bin jetzt frei, ich bin belegt. Und da hat pro solchem Request ein Byte Hauptspeicher verbraucht. Oder Festplatte ist auch gerade egal. Und nach einer Woche ist das Ding explodiert. Oh, schade auch. Ne? Standen 3 Tage lang alle Ambulanzen still. Gar kein guter Zeitpunkt, um einen Herzinfarkt zu kriegen. Ne, also ganz blöde Idee. Ne, also ja, schade.
Da sind tatsächlich Menschen gestorben wegen diesem Fehler. Und das ist so ein blöder Bug, ne? Und der hat sich ganz unauffällig, ne? So, ach komm, ein Bei, das tut doch nicht weh. Wir haben in den 90er Jahren uns den Wolf gedebuggt. Wir haben uns wirklich die Finger blutig gedebuggt, um solche Fehler rauszukriegen, um auch den letzten Memory-Bug-Fehler rauszukriegen. Und um so eine 24-7-365 Verfügbarkeit hinzukriegen. Ja, also die Idee ist immer gewesen, wir müssen Software bauen, die rund ums Jahr völlig also problemfrei durchläuft. Das war das Ziel der Softwaretechnik auch in den 90er Jahren im Wesentlichen noch. Na, wir müssen alle Fehler da rauskicken, das Ding muss komplett rund laufen, 24-7-365. Die Idee haben wir beerdigt. Ne, und im Wesentlichen war Facebook und Google haben es gemacht. Die haben gesagt, ey Leute, sorry. Also selbst wenn eure Software so lange fehlerfrei durchläuft, inzwischen ist irgendein Hardwarefehler aufgetreten, der Rechner fliegt euch trotzdem um die Ohren. Dann haben die gesagt, oh, wir gehen zum Bergeack, der macht uns so ein redundantes System, wo wir zur Laufzeit eine Festplatte rausreißen, eine neue reinwerfen können und RAID. Und dann haben wir 24-7-365. Dann meinten sie, ja, Google, macht mal genug von den Dingern. Irgendwann hackt irgendeiner das Kabel durch. Ne? Oder was hatten sie da letztens in so einem Rechenzentrum? Da hatten sie so einen Serverschrank auf Rädern, da ist hinten so ein Rad, ist das Plastik weggebrochen, weil es überlastet war, war zu schwer. Und das Ding stand schief und hat die Kühlung nicht mehr funktioniert. Und dann ist das deswegen, ist das Reck ausgefallen. Ne? Also total fröhliche Nummer. Ja, ne? Also shit happens, ne? Und wie heißt das Law nochmal? Murphy's Law schlägt garantiert zu. Ihr kriegt es nicht hin. Es geht nicht. Du kriegst keine 99,999% Verfügbarkeit von einem einzelnen System hin. Ende der Diskussion. Es ist physikalisch nicht möglich. Und was man dann Schluss gemacht hat, ist, man hat einfach gesagt, okay, wir machen jetzt in diesen Clustern so redundante Dinger, viele, viele gleiche. Und jeden Sache eben dreimal da und verteilen das einfach auf viele, viele Rechner. Ich hatte hier letztens einen Vortrag bei der Java User Group Hessen. Da war so ein Typ, die machen Bildverarbeitung für zum Beispiel Chefkoch.de oder Modekataloge. Wenn du auf so eine Chefkoch-Seite gehst, dann kriegst du da so Fotos von irgendwelchem Essen. Diese Fotos liegen in der Datenbank. Und je nachdem, mit welcher Leitung und welchem Endgerät du dahin gehst, kriegst du das Foto in genau der richtigen Auflösung zugeschickt. Die versuchen die Auflösung serverseitig schon zu reduzieren und den Zuschnitt des Bildes einfach um die Transportkosten zu minimieren. Diese verschiedenen Auflösungen von jedem Bild haben die eine Zeit lang versucht, vorweg zu berechnen. Also einfach das Bild in 30 verschiedenen Formaten da schon zu hinterlegen. Das ging irgendwann nicht mehr, weil es zu viel Platz brauchte und auch irgendwie zu schwer zu finden war. Und naja, die Idee war ja, es soll schneller werden, aber jetzt hast du den Speicherverbrauch verdreißigfacht, jetzt brauchst du die größere Datenbank und jetzt sind die Zugriffe in diese Datenbank langsamer geworden. Ja, und dann hast du genau die Zeit, die du sparen wolltest, wieder verloren. So eine Scheiße. Weswegen die tatsächlich gesagt haben, okay, wir rendern diese Bilder neu zur Laufzeit. In dem Moment, wo du die Anfrage machst, springt da so ein Stückchen Software an, dass das Bild umrechnet. Na, und das geht dann irgendwie schneller. Oder geht erstmal überhaupt. Ne? Funktioniert. Ne? Und dann sagten sie, okay, dann haben wir da rumprobiert, bis wir Bildverarbeitungssoftware gefunden haben, die kein Speicherloch hat. Die haben 10, 20 verschiedene Bibliotheken für dieses Umrechnen der Bildauflösung ausprobiert. Und die haben alle Speicherlöcher. Das heißt, jedes von den Dingern ist nach so und so vielen Stunden Laufzeit abgeschmiert. Jedes Mal. Ne? Und der meinte, wir haben rumgeeiert wie blöde. Und dann irgendwann haben wir gesagt, ey, sag mal, warum machen wir den Scheiß eigentlich? Wir starten diesen Scheiß-Service jedes Mal neu, wenn ein neues Bild kommt. Oder nach 10 Bildern. Ne? Scheiß drauf. Der muss nicht 24/7 durchlaufen. Wir starten ihn einfach jedes Mal neu. Was soll's? Geht schneller. Ne? Und dann kann der auch abschmieren und Speicherlöcher haben. Muss doch egal. Der wird eh runtergefahren, neu gestartet. Ständig immer wieder. Ne? Und wenn unser Docker-Container ein Speicherloch hat, oh, dann starten wir den halt alle 5 Minuten neu. Oder 10 oder eine halbe Stunde oder whatever.
Na, was soll's? Ist doch egal. Na? Und das ist im Wesentlichen der Trick, wie wir inzwischen damit umgehen, diese Verfügbarkeit hinzukriegen. Wir brauchen das nicht, dass das Programm ohne Speicherlöcher ständig durchläuft und gar keine Probleme hat. Wir müssen nur mit den Problemen umgehen lernen. Ne? Und das sind so Dinge, mit denen man auch arbeiten muss. Solche Sachen. Ah, Personalfluktuation. Das hat man so ein bisschen bei den 20 Dirty Tricks. Aber da ist es mehr auf der Customer-Seite gewesen. Und ja gut, wir hatten das Change the Team-Nummer. Was man bei Projekten irgendwie auch hat, ist, typischerweise bleibt ein Softwareentwickler, Softwareentwicklerin in seiner Firma 5 Jahre, 7 Jahre, was ist so die Verweildauer? Ja, so grob. Ich persönlich habe immer gedacht, Universitäten sind irgendwie hochdynamische Arbeitsgruppen, ne? Weil so eine Promotion dauert ja auch nur so 4, 5, 6 Jahre und dann sind ständig irgendwie neue Mitarbeiter in so einem Fachgebiet und alles ist so, ändert sich ständig, ne? Bei 6 Mitarbeitern kommt jedes Jahr ein neuer. Neue. Ne? Tatsächlich habe ich in meinen Industrieprojekten inzwischen gemerkt, Universitäten sind ein Hort der Stabilität. Also so stabil wie an der Uni ist es nie. Ich habe mir in Nixdorf Projekte gemacht, als ich in Paderborn war. Die haben so ungefähr einmal im Jahr haben die sich reorganisiert. Ne? Das gibt so einen Projektmanagement- oder Businessmanagement-Stil, der war eine lange Zeit in den Nuller, 80er, 90er Jahren auch total populär. Das Problem war, dass wenn du so feste Strukturen hast in deiner Firma, dann sammeln sich da irgendwo immer so, na, also es gibt dieses Prinzip, dass immer die Leute, so Peter-Prinzip, da werden Leute immer so lange befördert, bis sie irgendwo angekommen sind, wo sie überfordert sind. Na, also wenn du deinen Job gut machst, wirst du befördert und irgendwann bist du irgendwo, wo du überfordert bist und den Job scheiße machst. Na, und da bleibst du dann für den Rest deines Lebens. Und um diesem Peter-Prinzip entgegenzuwirken, ist dann die klassische Idee, dass du sagst, naja, einmal im Jahr nehmen wir diese 5 Abteilungen und machen da Gruppen draus. Und dann machen wir wieder Abteilungen draus und dann machen wir mal Bereiche da draus und dann machen wir wieder Gruppen draus. Na, du strukturierst die immer neu. Dadurch kannst du dann sagen, okay, und der Typ, der da jetzt sitzt, das hat nicht gut funktioniert, den versetzen wir jetzt so quer mit so ganz leicht abwärts, aber auf dem Organigramm sieht es aufwärts aus. Ne? Also der kommt dann wieder in eine Position, wo er gut klarkommt. Oder sie. Ne? Und die heißt sogar noch schöner als vorher. Ne, also toll. Ne, und das haben die die ganze Zeit gemacht. Jedes Jahr wurde da auch großflächig umstrukturiert. Wenn du da mit irgendeinem ein Projekt hattest, wir wollten irgendwas Datenbankmäßiges mit irgendeiner Abteilung da machen und irgendwie Source Code Verwaltung, irgend so ein Kram, dann ist plötzlich nach einem halben Projektjahr ist dein Ansprechpartner weg. Der ist in eine andere Abteilung versetzt worden. Und dein Projekt gibt es jetzt auch eigentlich nicht mehr, weil es die Abteilung, wo das drin war, nicht mehr gab. Und dann, ja, oh ja, wir haben euch Geld versprochen. Ja, gut, ihr habt ja das Geld. Ne? Oh, jetzt, ihr wollt das abliefern? Ja, legst du auf den Tisch. Ne? Also, ne, fertig. Das war die Hölle. Also das passiert wahnsinnig häufig. Passiert eben aber auch in einer Firma, ich denke mal bei Yatta, da sind die Leute relativ lange, aber auch da gehen so jetzt die ersten Leute mal irgendwann weg. Ne? Der Christoph ist weggegangen, weil seine Frau wollte zurück zu ihrer Mutter, die musste gepflegt werden. Deswegen sind die nach Hannover wieder zurück, ne, aus Kassel, aus Frankfurt. Und dann hat Christoph gesagt, ja, Christian gesagt, ja, okay, ne, dann hat es keinen Sinn, dann mache ich hier bei Jatta Schluss, dann suche ich mir einen neuen Job in Hannover. Ne, ich will nicht von meiner Familie getrennt sein. Ja, Ende der Diskussion. Sowas passiert ständig, gar kein Problem. Ne, die Leute wechseln aus 1000 verschiedenen Gründen, so alle 5, 6 Jahre spätestens. Ne, also, und das ist noch der gute Fall, zwischendurch strukturiert die Firma nochmal um. Und das schlägt immer alles kaputt. Also tatsächlich, Softwareprojekte sterben typischerweise, wenn die letzten Leute weg sind, die sich damit auskennen. Ne, also, wenn solange noch einer da ist, der weiß, wie man das ändert, solange kannst du an dem Projekt, lebt das Projekt noch. Und wenn der oder die weg ist, dann geht das Projekt, das ist ein Zombie eigentlich, ne? Also es lebt noch eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen weiter, aber nicht richtig wirklich, ne? Und irgendwann kommt eben eine Änderungsanforderung, wo dann keiner mehr weiß, wie es geht. Oh, sorry, tut uns auch leid, ne? Das
Das darf ich jetzt hier bestimmt nicht sagen, aber unser FIT-Projekt, woran ist das gestorben? Das alte da jetzt, bei FIT, das Vorgängersystem. Ja, das ist so ein System, das verschickt so einen komischen Newsletter und der letzte Hiwi, der weiß, wie das Passwort für das Ding ist, ist leider weggegangen, ohne es jemandem zu sagen. Schade. Ne? Und das ist jetzt aber auch schon leider 3 Jahre her, bis es einer gemerkt hat, dass sie es das nicht mehr wissen. Jetzt wissen sie nicht mal mehr, wen sie anrufen müssen. Ne, weil die Leute, die damals den Personalvertrag hatten, sind auch schon alle nicht mehr da. Na ja, hurra. Ne, also keiner hat mehr die Telefonnummer, keiner weiß, wie er den findet. Schade auch. Ne, und selbst wenn man den jetzt erreichen würde, der weiß das Passwort auch nicht mehr. Ne, der lachte, wenn du den am Telefon hast, dann hat er eine Passwort für dieses komische System von vor 3 Jahren. Ihr seid ja gut. Da hab ich euch auf den Tisch gelegt. Ne, findet ihr nicht mehr. Ist aber schade. Ne, also ja. Ja, also und grundsätzlich gilt, es kommt immer teurer, als man möchte und Faktor Pi ist völlig okay. Ne? Und im Augenblick befindet sich die Softwaretechnik da so ungefähr in dem gleichen Zustand wie Leute, die Häuser bauen. Ne? Also BER ist auch mal ein bisschen teurer geworden. Das kommt schon mal vor. Ne? Und ja, erschütternderweise, es kommt umso öfter vor, je größer das Projekt ist. Ne? Also große Projekte neigen viel stärker dazu, so einen Faktor Pi in den Kosten oder Pi mal Daumen in den Kosten zu verursachen als kleine Projekte. Bei kleinen Projekten hast du es viel besser im Griff. Die großen Projekte, da geht es immer so richtig vor die Wand. Ne? Jo. Ah. So, was machen wir denn jetzt dagegen den ganzen Scheiß? Das habe ich noch. Ja, aber das ist nicht so dringend. Okay, ich habe ein bisschen überzogen. Wollen wir Dienstag nochmal treffen oder wollen wir jetzt noch 10 Minuten machen? Wer ist für Dienstag? Wer ist für jetzt noch 10 Minuten? Ja, da gehen ein paar Hände hoch. Okay. Was ist zu tun? Also, der Stand der Softwaretechnik heute ist, wir machen die Projekte agil. Na, und ich habe gerade in den letzten Wochen mit Ulrich Norbesrath, auch gestern mit Corona da irgendwie so ein bisschen diskutiert. Was bedeutet das eigentlich? Was ist denn der Kern dessen, warum das jetzt irgendwie besser funktioniert als früher und warum wir das tun? Der erste große Schritt, den wir gemacht hatten, war tatsächlich, wir benutzen Git. Ende der Diskussion. Na, du brauchst ein Versionsverwaltungssystem, Git ist der Standard. Das nehmen wir jetzt bitte schön alle. Darüber koordinieren wir uns. Das Git erlaubt es uns, von der komponentenbasierten Arbeitsweise überzugehen zu dieser feature-orientierten Arbeitsweise. Wir hatten jetzt beim Stammtisch diskutiert. Im Wesentlichen gehst du beim CAPS, hast du, wenn du das CAP-Theorem betrachtest, bei verteilter Datenbeständen immer das Problem, du entscheidest dich entweder dafür, dass diese Datenbestände konsistent sind, also die vielen Kopien des gesamten Projektquelltextes bei den verschiedenen Entwicklern, Entwicklerinnen, sind entweder immer konsistent, dann brauchst du so pessimistische Locking-Verfahren, oder du hast Eventual Consistency und Speed. Und das ist das, was Git dir genau macht mit optimistischen Sperrverfahren, das kriegst du dann im Wesentlichen hin. Dadurch kannst du dann tatsächlich eben, können die Leute parallel arbeiten zu dem Preis, dass du gelegentlich mal Merge-Konflikte hast. Scheiß drauf. Ne? Dadurch kriegst du das jetzt hin. So, jetzt können wir, der nächste Schritt war dann, dass wir so iterativ arbeiten, dass wir so kleine Zwischenreleases machen. Da ist so ein bisschen schwieriger, warum ist das so eine super gute Idee? Na, und eine Idee ist, ja, du kriegst schneller Feedback vom Kunden, vom praktischen Einsatz. Ist das das, was ich wirklich will? Das ist eigentlich tatsächlich auch eine große, spannende Sache. Aber was auch ein wichtiger Punkt ist, der Unterschied zwischen klassischer Softwaretechnik und agiler Softwaretechnik ist, bei agilen Projekten hat jeder einen eigenen kleinen Plan. Ich brauche nicht den großen, vorher gemeinsamen, detaillierten 5-Jahres-Plan. Ne? Und dieser große, klassische 5-Jahres-Plan wie in kommunistischen Ländern, der funktioniert halt nicht. Der ist immer ein Bottleneck. Ich brauche unglaublich lange, bis ich den hingekriegt habe. Danach, wenn ich ihn anfange auszuführen, gehe ich mit dem Feedback schlecht um. Da bin ich sehr unflexibel. Ne? Also so ein klassischer kommunistischer Plan, der wurde genauso durchgeführt.
Und wenn da irgendwie drinnen stand, wir brauchen so und so viele Zahnbürsten, dann haben wir so viele Zahnbürste hergestellt und dann sind wir damit hingekommen. Weil mehr gab es nicht. Ende. Ne? Oder wir brauchen so viel Gesichtsmasken, dann haben wir so viel Gesichtsmasken hergestellt und damit sind wir hingekommen. Corona, scheißegal. Ne? Punkt. Ne? Es gibt einen Plan, den führen wir aus. Und wenn sich irgendwas ändert, sind wir unflexibel. Das ist dieses große Problem bei diesen großen Plänen, bei den Softwaretechnikprojekten, wo der Architekt zentral einen großen, detaillierten Plan macht, ist der immer ein Bottleneck. Wenn eben zu viele Änderungen gleichzeitig machen sind, dann fängt er an zu rotieren und dreht im roten Bereich. Das ist eben ein Problem. Bei agiler Softwareentwicklung haben wir viele kleine Pläne. Jeder hat seinen eigenen Plan. Großartig. Und dann kann auch jeder seinen kleinen Plan so ändern, wie er mag. Also du brauchst immer schon noch Pläne, aber jeder hat so seinen kleinen Plan. Und diese Pläne überlappen auch so ein bisschen. Das ist tatsächlich schwierig, die große Konsistenz hinzukriegen von all diesen Plänen. Und jetzt kommt das Test-First-Prinzip. Ne? Wir haben zu jedem Stückchen Plan immer einen JUnit-Test, der sicherstellt, dass das, was wir uns da überlegt haben, funktioniert. Und in der Summe stellen alle JUnit-Tests zusammen fest, dass die gesamte Architektur funktioniert, dass die ganzen Teile so zusammenarbeiten, wie wir das wollen. Und diese JUnit-Tests stellen eben auch sicher, dass wenn ich irgendeinen kleinen Plan hier ändere, dass ich dann nicht irgendwelche anderen Leute Pläne kaputt mache. Das ist der ganze Trick eigentlich. Na, ich habe viele kleine Pläne und ich habe einen automatischen Integrationsmechanismus, der dafür sorgt, dass alle Teile zusammenpassen oder merkt, wenn sie nicht mehr zusammenpassen. Na? Und der macht aus diesen vielen kleinen Plänen dieses große Gesamtsystem, das dann immer noch funktioniert. Manchmal braucht man auch noch einen großen Plan. Aber der muss nicht so detailliert sein. Es gibt diese Software-as-a-City-Metapher, die möchte ich jetzt an der Stelle noch sagen. Wir haben früher in den 80er, 90er Jahren, als ich studiert habe, war Softwarebauen das gleiche wie ein Hochhaus bauen. Ne, da brauchen wir gute Pläne, Statik und all so ein Kram. Inzwischen ist Software so, ich baue eine Stadt. Und tatsächlich ist Bauen einer Stadt, na, es gibt solche Städte, Astana in Kasachstan. Da hat mal ein großer Architekt eine komplette Stadt, zack, dahingestellt und auf einmal, so wird die jetzt gebaut, zack. Aber so entstehen Städte normalerweise nicht. Städte wachsen organisch über lange Zeiträume. Na? Und ja, da gibt es irgendwo, wenn ich so neues Gelände plane, auch Leute, die dann irgendwie einen Plan machen. Es gibt eben auch Leute, die Städteplaner, die machen sich Gedanken darüber, okay, da wäre es jetzt schon mal schön, wenn wir da eine andere Straße hätten oder wenn die Straße hier muss irgendwie breiter. Komm, wir reißen jetzt hier mal diese Zeile Häuser weg und machen da eine Straße hin. Oder wir machen eine U-Bahn. Oder wir machen, die überlegen sich, okay, wo kommen so Infrastruktursachen wie Wasser her? Wo kommen Infrastruktursachen wie Kanal her, Strom her? Wo setzen wir mal ein Kraftwerk hin? Ne? Solche Arten von Städteplan gibt es schon auch, so eine Gesamtarchitektur für das gesamte System in irgendeiner Form, aber es ist nicht sehr detailliert. Und dann kommen viele, viele kleine Architekten und sagen, oh super, hier ist ein Grundstück, da ist der Wasseranschluss, das hat der große Plan schon vorgesehen, da setze ich jetzt ein Haus drauf, och, drei Stockwerke, ah, das darf ich nicht, nur zwei, ne, und all solchen Kram. Und dann kommt die Baugenehmigungsbehörde und prüft, passen alle Pläne zusammen oder haben wir die Feuerwehrabstände irgendwie nicht richtig eingehalten und solche Dinge mehr. Und so funktioniert das. Ne, und dann wächst diese Stadt. Und dann, ach, jetzt erstmal schön einen neuen Stadtteil zu haben. Wir brauchen irgendwie mehr Sozialwohnungen. Ach, guck mal da, dieser Hügel, den nehmen wir jetzt oder das haben wir sowieso schon vorgehabt. Dann, also wenn wir dann demnächst in 10 Jahren mal wachsen, dann machen wir das da hinten in der Ecke. Und okay, dann machen wir ungefähr diese Straßen und da sind so und so viele Grundstücke und wir brauchen mehr Gewerbefläche. Ah ja, dann ändern wir da den Plan. Und dann irgendwann kommt dann hier ein Handwerker und sagt, ich stelle mir da eine Halle hin für eine Tischlerei. Und der macht dann da den freien Plan. Und das ist nicht ein kommunistischer Fünfjahresplan, wo diese Halle schon ganz am Anfang stand. Ne? Und man schon genau wusste, wie viele Werkbänke da rein mussten. Ne? Und wie viele Fenster das Ding hat. Sondern das haben wir eben erst später gemacht. Und dann kommen eben auch mal solche Sachen, was weiß ich, es gibt so ein anderes Projekt, Ultra Large Scale Software Projects. Die haben gesagt, ab einer bestimmten Größenordnung wird Software nicht mehr gebaut, sondern sie wächst. Und dann hat man mehr so ein Gartenmodell.
Und im Wesentlichen habe ich dann überlegt, ja, so Garten, das greift zu kurz, macht eigentlich mehr so ein Stadtparkmodell. Also der Bergpark Wilhelmshöhe. Ne, da hat irgendwann einer auch mal eine Großarchitektur gemacht. Und dann haben irgendwann Leute angefangen, ach, jetzt machen wir hier Bäume hin, holen wir aus verschiedenen Regionen. Da hat einer einen Baum hingepflanzt und hat gesagt, oh, hier jetzt eine Palme hinstellen war doch eine blöde Idee, ist nicht genug Sonne. Ne, funktioniert nicht gut. Lass uns da einen anderen Baum hinsetzen. Ne, also dann ändern wir jetzt mal schnell den Plan. Oder, oh, hier wolltet ihr jetzt so einen schönen Turm haben, ist aber doch ziemlich sandiger Boden. Lass uns doch hier lieber die Pyramide hinbauen. Die kommen mit Sand gut klar. Ne? Und dann machen wir den Turm da hinten auf den Felsen. Ne? Viel schöner. Ne? Und dann machen wir die Löwenburg da oben auf die Ecke und die Pyramide hier hin. Und solche Geschichten. Wo man dann irgendwie bei Umsetzung von so einem großen Plan irgendwie merkt, oh Scheiße, hier müssen wir doch mal Dinge ändern. Passiert relativ regelmäßig. Oder über die Zeit, ne? Neue Anforderungen, Global Warming. Jetzt wäre es doch für eine schöne Idee, da mal Palmen hinzusorgen. Ne? Oder was hatten wir letztens, Documenta? Wir hätten jetzt gerne mal hier so ein paar Reisfelder. Komm, machen wir mal schnell. Ne? Lauter solche Geschichten. Das war alles im großen Originalplan nicht vorgesehen. Ne? Reisfelder kamen, standen da nicht drin. Bin ich relativ sicher. Und dann ist man halt flexibel. Und so funktionieren Softwareprojekte jetzt eben auch. Du machst so eine grobe Skizze, dann machst du viele kleine Teams, die machen viele kleine Mitglieder, machen viele kleine Pläne, und dann fangen die an, so ein bisschen zu bauen. Ne? Und dann hast du so grob gesagt, hey, du Team, mach da hinten die griechische Ecke in den Park, du Team machst die römische Ecke, du die ägyptische Ecke, du machst da diesen chinesischen Pavillon hin, so ungefähr in dem Bereich. Ja, und dann fangen die so alle an und irgendwann stoßen die so aufeinander und dann gibt es auch mal Streit, weil einer geglaubt hat, das Stückchen Land würde er noch machen. Dann sagt der andere, nee, das habe ich aber in meinem Plan. Da müssen dann nochmal irgendwelche Leute miteinander sprechen. Aber so im Groben funktioniert das. Ne? Und manchmal kommt dann eben so, oh, ich habe jetzt hier aber ein ganz blödes Eckchen zugewiesen bekommen. Die Pflanzen, die ich hier anpflanzen soll, wachsen in der Ecke hier überhaupt nicht, weil der Boden falsch ist oder irgendwas. Hey, Team da oben drüben, können wir nicht irgendwie tauschen? Dann sagen die, ja, super, ja, uns auch egal. Ja, nee, wir finden es auch da, wo ihr wohnt, viel schöner. Dann tauschen die und dann kommt irgendwann der große Architekt und sagt, ey, nee, jetzt ist aber das Gesamtkonzept im Arsch. Ne? Also die waren so in einer zeitlichen Reihenfolge angeordnet, das ist jetzt durcheinander, das könnt ihr nicht machen. Und dann sagen die, doch, können wir machen. Oder nein, der Unit-Test sagt, nö, ist jetzt kaputt. Ne? Also es gibt so systemübergreifende Infrastruktur, die muss schon mal irgendwann gemeinsam gedacht werden, aber dann ist es einfach eine riesengroße, gute Idee, wenn man so agil, iterativ arbeitet. Und der wesentliche Punkt ist immer bei dieser agilen Vorgehensweise nie lange auf eine Entscheidung warten. Ne? Im Original Scrum ist es so, dass das Team selber entscheidet. Du fragst nicht irgendjemanden, soll dieses Lego-Gebäude mit roten oder weißen Steinen gebaut werden? Du machst das einfach. Du entscheidest das. Punkt. Ne? Oder du hast einen Product Owner, der sitzt da vor Ort, den kannst du fragen. Und innerhalb von 5 Minuten hast du eine Antwort. Und du musst nicht erst einen Termin im Kalender finden für ein Meeting mit irgendjemandem, wo du dann irgendwann 3 Tage später eine Antwort kriegst. Das wird sofort entschieden. Das ist der entscheidende Punkt. Das macht dich agil. Dadurch wirst du schnell, dass du nicht lange auf irgendwelche Entscheidungen wartest. Das ist der große Punkt. Und wenn eben viele Leute parallel viele kleine Entscheidungen treffen, steht immer die große Gefahr, dass nachher das große Ganze kaputt ist. Dafür sind J-Unit-Tests da. Deswegen gibt es Integrationstests, die sicherstellen, dass so wie du dir vorstellst, dass dein Teil funktioniert, dass das mit den Teilen, die andere Leute gebaut haben, weiter funktioniert. Ja, und dass man diese automatische Integrationstest, dieses Nightly Build hat, dass man den Jenkins, den Continuous Integration hat, ist der entscheidende Punkt an dieser Stelle, der es uns erlaubt, so agil zu arbeiten. Und dann funktioniert das Ganze wie Sau. So, das war der Punkt, worauf ich raus wollte. Damit sind wir eigentlich klar mit Softwaretechnik und was wollen wir erreichen. Und ich hoffe jetzt, dass ihr in eurem Softwaretechnik-Praktikum ganz, ganz viel davon lernt und damit klarkommt. Ich fürchte, ich habe noch eine Folie. Scheiße. Es gibt weitere Vorlesungen, auf die ich jetzt hier dringend hinweisen möchte. Wer mehr über Softwaretechnik und solche ähnliche Dinge lernen möchte, kann noch die Design-Pattern-Vorlesung hören. Die ist auch immer im Sommersemester. Ganz, ganz wichtig. Insbesondere erklärt die auch, wie gehe ich richtig mit Objektorientierung um. Na? Dann gibt es eine relativ neue Vorlesung, die hatten wir erst einmal, Microservices. Die funktioniert jetzt eben genau, wie kriege ich Resilient und
Resistant Geschichten hin. Also wie kriege ich diese Lösungen in so einem Cloud-Cluster-Rechenzentrum hin, die mir so eine hohe Verfügbarkeit eigentlich herstellen? Und wie macht man solche Sachen? Im Prinzip soll die Microservice-Rolle sind dahinter, das tut sie noch nicht ganz, aber so ein bisschen. Wir hatten eine Veranstaltung Business Process Engineering, die wird wieder stattfinden. Da geht es tatsächlich um SAP-Anwendungen. Das mache ich mit der Firma Octavia zusammen, mit dem Felix. Der sucht da insbesondere immer neue Leute, wen das interessiert. Es gibt im Masterprogramm die Vorlesung Model-Driven Engineering. Ganz wichtige Sache. Da geht es um Techniken für objektorientierte Datenstrukturen mit Hilfe von Graphen und viel Theorie, ein bisschen Theorie. Nicht so wie bei Martin, so viel kann ich sagen. Aber es ist eine wichtige formale Grundlage für die Modellierungstechniken, die wir hier im Fachgebiet bauen. Wir haben jetzt eine neue Veranstaltung, die gerade das erste Mal läuft im Masterbereich DevOps Technologies. Da geht es im Wesentlichen beyond Continuous Integration um Continuous Deployment. Also was man im Wesentlichen machen muss, nachdem man die ganzen Tests hat laufen lassen, möchte man, dass das Ausrollen an den Kunden auch noch automatisch funktioniert und dass der Betrieb automatisch funktioniert. Und wenn du deine Software sowieso in der Cloud läufst, dann möchtest du einfach da in der Cloud neue Versionen vollautomatisch einspielen können und vollautomatisch prüfen können, ob die in der produktiven Umgebung funktionieren. Dann brauchst du so Monitoring-Geschichten, die prüfen, läuft eigentlich noch alles. Was ich jetzt gelernt habe, eine der wichtigsten Monitoring-Funktionalitäten ist, guck mal, ob deine Festplatte bald voll ist. Ne? Also, das war so ein Typ, die hat einen Uber für Nordafrika gemacht und haben gesagt, wenn du Software-Leute-Techniker einstellst, die kriegen die ganzen Design-Geschichten super hin, aber du musst mindestens einen Datenbank-Type haben, der darauf achtet, dass die Festplatten, wenn sie 90% voll sind, dass eine neue gekauft wird. Ne? Weil so ein Software-Techniker merkt das erst, wenn sie crasht. Also wenn sie ganz voll ist und nichts mehr drauf geht. Und dann stürzt das System halt mal so richtig vor die Wand ab. Ne? Also wenn bei der Datenbank die Festplatte voll läuft. Also, das hast du als Softwaretechnik einfach nicht auf dem Schirm. Und das passiert relativ regelmäßig, also schneller als man gucken kann. Ja, das geht ganz, also kaum bist du erfolgreich, schon ist deine Festplatte voll. Ne? Also, und zwar immer genau am Heiligabend. Ne? Also nach Murphy's Law. Ganz, ganz beliebte Sache. Okay, Web Engineering ist eine Vorlesung, die wir schon relativ lange halten. Das hält der Michael Lesniak. Da geht es tatsächlich, wie baue ich einen Webserver? Mit klassischer Spring Boot Technologie und allem drum und dran. Der Michael Lessinger kommt ursprünglich von Micromata und die bauen zum Beispiel für DHL die Seiten, wo man für Pakete sich selber so eine Briefmarke drucken kann. Ne, diesen Paketaufkleber. Und den betreiben die auch, diesen Service für DHL und bauen daran rum und machen da fröhliche Dinge. Und davon kann der ganz viel erzählen, wie das funktioniert. Internet of Things. Wir basteln irgendwie immer noch Hardware und für mich ist das Internet of Things auch nur so ein verteiltes System, ganz ähnlich wie Microservices und ich bin da mit Sebastian ständig im Clinch. Der sieht das ganz anders. Wir haben regelmäßig Projekte und Seminare, laufen jetzt gerade auch wieder. Wir machen diese komische Tutorenschulung. Machen wir das noch? Dieses Jahr machen wir es nicht, weil das Präsenzlehre erfordert, dass es nicht so einfach geht über Zoom. Müssen wir mal gucken, ob wir es nächstes Semester per Zoom machen oder ob wir da wieder präsente Lehre machen können. Ja. Vielleicht im November. Das ist im Wesentlichen, da kann man ein paar Credits für kriegen und im Wesentlichen bilden wir da Leute aus, die Tutoren werden wollen für Übungsgruppen. Im Großen und Ganzen. Hat eine lange Geschichte, warum wir das tun. Jetzt bin ich fertig. Das sind so Dinge, wenn ihr mal irgendwann eine Bachelorarbeit bei uns machen wollt, sprecht einen meiner Mitarbeiter an. Also, oder Mitarbeiterinnen kriegen wir jetzt bald auch wieder. Und dann könnt ihr dahin gehen. Die denken sich immer die Themen aus. Ich bin da relativ weit raus. Ich habe jetzt mal letztens mal wieder eine Arbeit spaßeshalber selber betreut, aber normalerweise machen das die Mitarbeiter. Müsst ihr euch an die wenden. Okay, so jetzt bin ich fertig. Und jetzt wollte Sebastian noch was sagen oder jetzt gibst du auf? Wollen wir uns dann nächsten Dienstag nochmal eine Zoom-Meeting machen oder geht so? Ja, Sebastian sagt, wir machen das asynchron. Dann Ja, wünsche ich. richtig. Sebastian will was sagen. Ich wollte eigentlich noch so ein bisschen nachfragen, ob die alle mit dem Server klarkommt. Das machen wir asynchron, wenn irgendwas ist, dann sagen
sagt euren Betreuern Bescheid. Ich hatte die letzten Tage mal in die Logs reingeguckt und hatte irgendwie das Gefühl, dass es noch so Verständnisprobleme gibt. Aber wenn es die gibt, dann bitte an eure Betreuer wenden, die sammeln das und dann werde ich über den Ankündigungschannel noch mal ein bisschen Klärung an der Stelle nachreichen, wenn da irgendwo Probleme sind. Ansonsten will ich euch noch nicht länger aufhalten. Okay, entschuldige ich mich nochmal, dass ich so gnadenlos überzogen habe und wünsche allen viel Spaß beim Softwaretechnikprojekt. Wir sehen uns, wir machen das Turnier und wenn es per Zoom ist, ne? Ja, wahrscheinlich per Zoom. Dann machen wir so eine Zoom-Party mit jeder bringt Pizza und Bier selber mit und wir setzen uns alle vor Zoom und spielen so ein bisschen herum. Alles klar, viel Spaß, bis dann.